jetzt mal ohne Scheiß, wenn ich mit 140 oder 50 Kilo Gewicht, also im Aufbau, ins Schwimmbad bin, da haben die meisten Leute fast gekotzt. Ja. Ich weiß halt, dass viele auch irgendwie früh versterben, viele auch aus deiner Ära. Ich muss leider viele enttäuschen. Ich werde noch viele Jahre mein Unwesen treiben auf diesem Planeten, außer ich werde jetzt im Auto überfahren oder was. Stimmt das, dass der Penis dadurch kleiner wird? Nein, da wird nur kleiner, weil die Beine dicker werden. Das ist eine optische Sache. Ne? Deswegen gibt es nur Pornodarsteller mit dünnen Beinen. Leistungssport ist Geld und Geld sind Sponsoren. Also was verdient man so als Fitness-Bodybuilder? Freunde, ich freue mich schon sehr auf dieses Gespräch. Markus Rühl ist eine absolute Legende und ich darf ihm heute Fragen stellen. Also ich glaube, das wird bombastisch. Und ich wurde aber vor 2 Wochen selber interviewt vom Tagesspiegel. Und die haben mich natürlich auch gefragt, wie sieht das aus mit Kooperationen? Was würdest du dir selber vielleicht mal erträumen oder was für Kooperationen machst du? Und ich habe halt gesagt, ey, ich mache in der Regel Sachen, wo ich wirklich selber was von nutze und habe dann als Beispiel eher abgenannt, weil ich diese Flasche halt schon lange benutze. Kann ich euch kurz erklären. Man trinkt Wasser, es schmeckt aber plötzlich, als hättest du Geschmack drin, ohne dass da Zucker oder sonst was drin ist. Also das, hier in der Flasche ist jetzt Leitungswasser, das Ganze schmeckt aber nach Limette. Und jetzt sitze ich hier 2 Wochen später und darf eine Kooperation für Erb machen. Ein Produkt, was ich wirklich feiere und deshalb kann ich es euch kurz erklären. Diese Flasche ist voll mit Leitungswasser, das habe ich euch schon gesagt, aber hier oben ist ein Duftpott, der, wenn ihr daran trinkt, natürlich auch Luft abgibt und der landet eurem Mund. Das Ding ist, 80% unserer Geschmacksempfindung findet über Geruch statt, der in unserem Mund wahrgenommen wird. Und mit dieser Technik oder mit unserer Technik oder wie auch immer mit unserer Biologie, bedient sich auf jeden Fall Erb. Das heißt, ihr trinkt einfach Wasser, es schmeckt, als wäre es süß. Ich bin so ein Wassertyp, jetzt habe ich 1000 Mal Wasser gesagt, aber ich bin wirklich so ein Wassertyp, ich trinke den ganzen Tag Wasser. Irgendwann willst du dann mal was mit Geschmack, dann bist du im Zwiespalt, machst du was Ungesundes, mit 20 Gramm Zucker auf 100 Milliliter, das macht halt keinen Spaß. Deshalb diese Flasche. Probiert's aus. Es lohnt sich. Alle Links in der Videobeschreibung. Jetzt legen wir los mit dem Interview. Immer rennen mit. Der Mann ist warm. Wie sieht's bei euch aus? Sehr schön. Da gibt's jetzt eine Klappe. Und wir können loslegen. Ja, sehr schön. Markus, freut mich, dass du da bist. Die Freude ist auf meiner Seite. Ehrlich. Ja. Also, bin sehr, sehr gespannt, was mich erwartet heute. Ich bin auch ganz ehrlich, ich habe zugesagt, weil es nicht nur ums Bodybuilding geht, nicht nur rein Fitness, sondern weil es ein allgemeines Thema ist. Ich finde Menschen interessant, die nicht nur über ihren Sport reden, sondern auch, was dahinter steckt. Und deswegen freue ich mich, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Ja, ich freue mich, dass die Zuschauer eingeschaltet haben. Schön, dass auch ihr mit dabei seid. Und ich habe heute eine Fitness-Ikone hier sitzen. Ganz viele in meinem Umfeld, die ich gesagt habe, ja, ich treffe diesen Koloss heute. Die haben gesagt, das ist der absolute Wahnsinn. Ich bin total gespannt selber, was da dieser Wahnsinn ist, weil ich sehe erstmal, du bist wahnsinnig groß, so, das fürs Erste. Also ja, so, fett, ne? Komm mal so. Das wollte ich jetzt nicht sagen, aber so unpassend, so unförmig habe ich noch niemanden auf diesem Sofa gesehen, aber für dich ist es sehr bequem. Ja? Es ist sehr bequem, ich freue mich. Ich habe unten auf dem Sofa gehockt, das war so tief, da habe ich mir schon Gedanken gemacht, dass ich nicht mehr rauskomme. Ne? Ja. Also das ist sehr schön, super, freut mich hier zu sein. Also, magst du dich denn einmal kurz vorstellen für die Zuschauer? Ja, für alle, die mich nicht kennen, ich bin der Markus Rühl, bin 50 Jahre, heute muss man sagen, ab einem gewissen Alter ist man 50, da muss man froh sein. Es gibt viele Menschen, die erreichen das Alter nicht. Bin oder war Profi-Bodybuilder über fast 2 Jahrzehnte, musste dann altersbedingt aufhören. Wie in jedem Leistungssport, alles hat seine Zeit. Ja? Und das ist Pro und Contra. Das Pro war natürlich, ich habe den Sport geliebt. Das Contra, diese ganze psychologische Belastung, was Leistungssport mit dich bringt, das kannst du halt auch altersbedingt nur eine gewisse Zeit machen. Und deswegen freue ich mich heute in einem gewissen Alter auf eine tolle Karriere zurückzublicken, viel erzählen zu können über Sport, über Menschen, über das, was so hinten dran steckt. Tolles Leben hatte ich. Bis dato. Jetzt hat sich mein Leben etwas geändert, habe auf eine andere geschäftliche Basis umgeschränkt, aber auch das ist eine Herausforderung und ich freue mich, jeden Tag kämpfen zu dürfen. Ne? Ja. Das Leben ist immer volle Aufgaben und die muss man bewältigen. Ja, wir haben gerade eben schon festgestellt, dass du doppelt so alt bist wie ich. Ja, scheiße. Und du hast gesagt, ab 50 geht's irgendwie steil bergab, da meldet sich der Körper. Ja. Aber ich meine, nach so einer Karriere ist es, glaube ich, auch irgendwie dann an der Zeit zu sagen, okay, ich mache so ein bisschen kleinere Brötchen, die ich backe. Ja. Und mich würde aber trotzdem interessieren, weil ich selber ein paar Jahre auch mit Geld verdienen Basketball gespielt habe. Mhm. Und ich war auch in der Nationalmannschaft und habe Branchenbasketball gespielt. Hammer, ja. Für den Kontext und habe da halt so
als größtes Ziel vielleicht, da gibt es Olympia. Ja. So, die Paralympics sind das dann. Da zockst du gegen die ganzen anderen Länder und am Ende kriegst du auch so eine fette goldene Medaille. Warst du da leider nicht dabei? Soweit, ich habe dann zu früh die Ausfahrt genommen aus dem Profisport raus. Und bereust du es? Ich bereue es nicht, weil ich dadurch das hier heute machen darf. Okay, so, und ich habe nur Turnhallen gesehen für meine gesamte Jugendzeit über und dann auch als junger Erwachsener und irgendwann brauchte ich so einen Tapetenwechsel. Okay. Aber ich weiß, dass da halt Olympia oder so eine Weltmeisterschaft ganz besonders groß ist. Und im Fitnesssport habe ich mich das immer gefragt. Ihr duelliert euch auch, aber wie kann man da gewinnen? Was kann man da gewinnen? Und irgendwie sind ja alle so breit. Aber wie? Also ich könnte das als Außenstehender gar nicht bewerten. Ja. Guck mal, in jeder Profiszene wird der Gipfel natürlich immer enger, ja? Also im Basketball hast du dann natürlich Nuancen, die entscheiden, Tagesform. Ich glaube, da gibt es kein schlechter oder besser. Da gibt es nur eine Tagesform, die entscheidet. Und bei uns Profis ist es natürlich so, jetzt stehen wir da beim Mr. Olympia, ist der größte Wettkampf in Las Vegas, der stattfindet. Da stehen dann die besten 15 auf dem Planeten. Und da ist keiner schlecht. Also ich glaube, das darf man nicht erwarten, dass man sagt, oh, der ist aber schlecht. Ne? Das gibt es da nicht mehr. Um diesen Wettkampf überhaupt sich zu qualifizieren, braucht so viel Kraft und Energie. Wie gesagt, das sind die 15 besten Athleten der Welt. Warst du mal dabei? Ich war 10-mal dabei, ja. Also ich habe das große Glück gehabt, mich 10-mal für diesen Wettkampf zu qualifizieren. Mein bester Platzierung war Platz 5, da war ich im Finale, da war ich der 5. Beste auf dem ganzen Planeten Erde. Da war ich, oder bin ich sehr, sehr stolz drauf, weil das ist heute mit etwas weiterem Blickwinkel, war das eine Riesenleistung für mich. Also du musst ja sehen, guck mal, du hast Basketball gespielt, warst schon deutsche Spitzenebene, das war ja normal für dich. Ja. Auf diesem Niveau zu spielen. Ja. Heute, wenn du das so zurückblickst und siehst die Athleten, denkst du, wow, da war ich. Hammer. Ja? Und so als kleiner Bub, der jetzt irgendwann mal angefangen hat, ins Fitnessstudio zu gehen, mit 63 Kilo habe ich angefangen damals. Also mit 19 bin ich erst mal ins Fitnessstudio und habe gedacht, okay, das macht mir Freude. Das war jetzt nicht, ich will hier mal Profi werden oder so, das ist der Quatsch. Weil Bodybuilding ist ein Sport, den du nicht nur im Studio machst, sondern das 24-7. Essen, Schlafen, Ernährung, Training, das muss alles eine Symbiose sein. Und nur dann mit ein bisschen Genetik gepaart wirst du der du vielleicht dann werden willst. Und das hat mir unheimlich Freude gemacht. Aber also als vom 19-Jährigen bis, ich weiß nicht, wie alt warst du dann, als du bei Mr. Olympia? 40 habe ich aufgehört. Ich habe das erste Mal beim Olympia gestartet. 1998, da war ich dann 26 Jahre. Okay. Ja. Ich habe ein Foto vor Augen. So ein ich glaube, das ist auch dein Profilbild bei Instagram. Ich weiß es nicht. Das muss maskular sein, glaube ich. Ja. Wo so richtig krass in Das war in 2006, Form. Okay. Das war 2006 beim Olympia. Da bin ich mit dieser Form nicht mal in die Top 10 gekommen. Okay, wir können ja mal Gruß an den Schnitt, vielleicht können wir hier mal ein kurzes Foto davon einblenden, weil jetzt sieht man dich natürlich, also du bist dreimal ich, auch jetzt heute als 50-Jähriger, aber so wie du damals aussahst, das war unfassbar, also da hätte ich die Couch schon allein gebraucht, ne? Da hätten wir jetzt noch einen Stuhl für dich gebraucht oder so, das waren Ausmaße, wo ich mir selber teilweise heute gar nicht mehr bewusst bin. Ich habe letztens auch Spaß mal einen Trainingsanzug von damals gefunden, ne? Und ich weiß, dieser Trainingsanzug war nach dem Training immer recht press, da habe ich heute reingepasst, also zweimal ich, ne? Ja. Und das ist das, wo ich denke, wow, was warst du für eine Maschine? Und auf der anderen Seite erschreckend, was hast du an Muskulatur verloren? Obwohl du immer noch trainierst. Und da siehst du einfach mal, wie das Alter so langsam dein Körper langsamer werden lässt. Ja? Altersbedingt vielleicht notwendig. Aber ich glaube, der normale Mensch, weil du gerade das Alter angesprochen hast, merkt das gar nicht so alt werden, was das heißt. Ja, man wird halt älter, die Haare werden weniger, man kriegt ein bisschen mehr Falte im Gesicht. Man wird anderes von der Sichtweise, aber als Sportler siehst du das ja mit ganz anderen Augen. Ja. Du siehst ja, dass der Körper einfach nicht mehr diese Leistung abruft, diese unmenschliche Kraft, wo du hast als junger Mensch. Was ist dieser Enthusiasmus, eine Diät durchzuziehen, 24 Stunden nur an den Sport. Ich bin froh, wenn ich heute heimkomme nach 8 Stunden arbeiten, kann mal Pizza essen oder Nutella-Brot. Ja. Oder im Auto habe ich vorhin schön Kinderschokolade gegessen, damit ich wach bleibe. Das war ja damals alles gar nicht machbar. Okay, jetzt muss ich dich mal noch fragen, weil ich selber parallel zu meinem Sport auch, ich habe 2-3 Jahre lang immer noch eine allgemeine Fitnesseinheit im Fitnessstudio dazu genommen. Das war aber weit entfernt von wirklich richtigem Fitnesstraining, richtigen Pumpen. Und ich habe jetzt aber schon erfahren, auch durch meine Freunde, die selber auch aktiv ins Fitnessstudio gehen, dass
es eine gewisse Form gibt, die du halt selber erreichen kannst. Das kann wohl auch sehr individuell sein, wie weit du selber mit deinem Körper kommst. Ja. Und das, dann habe ich mich immer gefragt, okay, der trainiert jetzt seit 5 Jahren und dann gibt's Bilder wie von dir zum Beispiel und du bist trotzdem 3-mal so breit. Ja. Wie kann das denn sein? Und dann habe ich erfahren, es gibt nicht mehr Nahrungsergänzungsmittel, sondern darüber hinaus. Darüber hinaus, Steroide, absolut, oder Anabolika, da kenne ich mich gar nicht aus, aber die hast du auch benutzt. Bevor wir da hinkommen, es ist erstmal das Thema, warum sieht der so aus und der so aus? Ich glaube, das Thema Doping kommt zu einer Zeit, wo Genetik aufhört. Ja? Also du wirst sehen, du warst jetzt auch Leistungssportler und es sind ganz viele Rollstuhlfahrer gewesen, die auch probiert haben, da hinzukommen, wo du warst. Warum geht das nicht? Weil du vielleicht diese 10% mehr Enthusiasmus hattest. Mhm. Weil du diese 10% mehr Leistungsbereitschaft hast. Weil du den Wille hattest, da hinzukommen, was ein anderer Mensch nicht hat. Und ich glaube, im Kraftsport oder im Bodybuilding ist Wille und Disziplin ein ganz großes Thema. Wenn du mal heute so schaust, wie Leute trainieren, die meisten, die kommen ja nicht immer bei 40 Grad ins Schwitzen, ja, und unterhalten sich dann, wie viel Protein ich nehmen soll, ob 3 Gramm oder 5 Gramm Kreatin. Ich glaube, wenn die Basis des Trainings nicht stimmt, dann hat der Körper gar keine Chance, dahin zu wachsen. Also bevor wir uns über das, was natürlich ein Thema ist, will ich gar nicht verschwören oder verschweigen, Thema Doping und Leistungssport, das ist eine Symbiose, das gehört dazu, weil wir über das Maß hinaus Leistung bringen. Im Bodybuilding sieht man es halt leider. Das ist immer so das Problem, was wir haben. Sollte man es darüber halten, wie viel Ehrgeiz, wie viel Leidenschaft man für diesen Sport opfern muss, um dahin zu kommen. Du sagst, du hast 20 Jahre deines Lebens oder 10 Jahre deines Lebens nur für den Sport gelebt. Ich habe meine ganze Jugend, also seit ich 19 bin, bis ich dann 40 geworden bin, habe ich nur für den Sport gelebt. 365 Tage, 24 Stunden am Tag. Und da gab es keine Sekunde, wo nicht durchgepostet war. Also über Essen, über Training. Wenn wir mal ins Kino wollen, wie lange dauert der Film? Wie Pharma Essen dabei haben? Na, dann sitzt du alles durch. Das musst du alles tracken. Du musst alles timen. Dein Körper trainiert zwar 2 Stunden, aber der hat dann 24 Stunden, 22 Stunden Bedarf mit Ernährung. Das muss alles passen. Du schläfst nach der Uhr. Ich muss morgens um 6 auf dem Fahrrad fahren. Ich muss um 10 das erste Mal trainieren. Um 6 das zweite Mal trainieren. Ich muss meine 6 Mahlzeiten am Tag haben. Ich brauche so und so viel Protein, so und so viel Kohlenhydrate. Das ist wie so eine Matrix, die du abspulst, wo andere Menschen gar nicht mit einblicken. Aber für dich ist das ein klares Ablaufen. Und das musst du alles befolgen. Und 6 Mahlzeiten. Weißt du, und dann kommt das Thema Doping irgendwann. Thema Doping wird spannend, wenn du auf nationaler Ebene, auf deutscher Ebene schon erfolgreich warst. Ja? Und dann fährt so das Genetische auf und dann sagst du, ich will aber an die Weltspitze. Und jetzt ist das Thema, Was brauchst du dafür? Natürlich weiterhin diesen Ehrgeiz, viel Genetik. Aber jetzt bist du in einem elitären Kreis, der global bedingt vielleicht noch 0,01% hat an Menschen, die Chance haben, genetisch da überhaupt mitspielen zu dürfen. Ich glaube, das Oberflächliche in der Gesellschaft ist einfach, ja, wenn ich das mache, würde ich auch so. Weit weg. Ne? Wenn andere das probiert haben, was du, wären sie trotzdem nicht so weit gekommen. Okay, also die Gleichung ist also nicht, wer am meisten und am besten Steroide einschmeißt. Dann hätten wir ganz viele. Dann hätten wir ganz viele Top-Tennis-Spieler oder Fußballer oder Eishockeyspieler oder Gewichtheber. In den Sportarten ist es ja so, glaube ich persönlich, also ich weiß, dass es sehr viel Doping gibt, aber ich habe auch selber mal so eine Dopingkontrolle gehabt und hatte so einen festen Plan, wo man auch drauf achten muss, was nimmst du zu dir und die können jederzeit vor deiner Tür stehen und das ist halt bei dir im Sport, glaube ich, ein bisschen anders. Das ist nicht, weil im Bodybuilding natürlich das Problem ist, dass wir diese Leistung ohne Doping in der Weltspitze nicht hinkriegen. Mhm. Was aber auch in anderen Sportarten ist. Nochmals, Bodybuilding, man sieht halt das Doping bei uns. Weißt du, zieht ein Fußballer oder ein Tennisspieler, die dopen ja anders, die nehmen ja keine anabolischen Steroide. Mhm. Das sind dann, die nehmen gelenkaufbauende Mittel, die nehmen Schmerzmittel, die nehmen leistungsfördernde Mittel aufgrund der Ausdauer und so weiter. Bei den 100-Meter-Sprintern ist es ja jetzt haufenweise aufgefallen, dass... Bei allen. Ja. Bei den Rudern, bei den Kajakfahrern, bei den Gewichtheber, bei den Fußballer. Na, da gibt's ja auch Dopingtests. Das macht die WADA ja nicht, weil sie Spaß an der Freude haben, sondern weil sie wissen, da wird gedopt. Ja. Und jeder soll sich hinterfragen, wo eine Dopingkontrolle ist, bei jedem Sport, bei jedem Olympischen Spielen. Warum machen die das? Ja, weil es Doping gibt. Mhm. Doping ist eine Sport- oder eine Sache, die im Breitensport schon verbreitet ist, im Spitzensport, glaube ich, so vergiftet, dass man sagt, es gibt fast keinen Zauber im Spitzensport. Und wie du schon gesagt hast, du hast Dopingkontrollen und da weiß der Athlet genau, auf was wird denn getestet. Ja. Was bringen die Dopingkontrollen, wenn sie nicht unvorbereitet sind, unkontrolliert? Also, dass der Athlet keine Kontrolle hat über den Test, sondern einfach, der kann jederzeit kommen.
Und ich glaube, da ist das Netzwerk dieser Doper oder dieses Leistungssports viel zu gut, damit sich einer ans Bein pingeln lässt, der in der Weltspitze ist. Ah, okay. Ich sehe das immer dafür, weißt du? Ja. Leistungssport ist Geld. Und Geld sind Sponsoren. Und kein Sponsor will seinen Namen in Zusammenhang mit einem positiven Dopingfall haben. Das ist im Bodybuilding natürlich ein Stück weit anders, weil ich kann doch nicht sagen, ja, das kommt nur durch Aminosäure. Da wird's schwer. Warum? Wird's schwer, weil ich 130 Kilo beim 1,77 Meter auf der Bühne gestanden habe. Ja? Aber wenn jetzt ein Tennisspieler sagt, der spielt in Wimbledon 6 Stunden bei 40 Grad Hochleistungstennis, und ich schaue mir die Tennisspieler von vor 10 Jahren an und sage dann, okay, da ist so eine Weiterentwicklung. Wie kann das denn sein? Und dann gehe ich gesagt, ja, der geht nach dem Training in die Eistonne. Da denke ich mal, wow, die Eistonne würde ich aber gerne mal sehen. Oder ist da vielleicht auch Doping im Spiel? Das Problem ist doch einfach die Gesellschaft. Das heißt, der Mensch, der vom Fernseher hockt oder im Stadion, der will doch Spitzenleistung sehen. Wir wollen doch immer höher, schneller, weiter. Mhm. Ja? Und das ist doch auch ein gesellschaftliches Problem, dass der Spitzensportler oder der Sponsor zum Thema Doping animiert wird. Du musst doch schneller, weiter, höher, sonst bist du nicht mehr in der Klasse. Und dann steht es jedem ethisch frei zu sagen, ich mache dieses Spiel mit oder sag, ich möchte das nicht. Aber wenn du die Chance hast, damit Geld zu verdienen und in die Leistungsspitze zu kommen, dann möchte ich jeden erleben, der jetzt auf der Couch sitzt und sagt, ja, das ist ein Doper. Wenn der die Gelegenheit dazu hätte, dann frage ich mich, würde er das machen oder nicht? Ich habe 10.000 Euro auf der Straße gefunden, gebe ich die ab oder nicht? Natürlich würde ich sagen, wenn ich es nicht gefunden habe, ich gebe die ab. Jetzt bin ich über ein Geldnot und habe ein Problem. Nehme ich es oder nehme ich es dann nicht? Ja, ich weiß genau, was du meinst. Ich kann mir gut vorstellen, dass wenn du es so zuspitzt und auch so gut erklärst, sehr viele dann doch auch ins Grübeln kommen. Mhm. Ich habe halt durch meine Erkrankung direkt auch als Kind schon einen festen Bezug zum Thema Gesundheit gefunden. Absolut. Ja. So, und musste immer darauf Acht geben, was ich irgendwie zu mir nehme und auf mich aufpassen. Wenn ich gerade einhaken darf mit Gesundheit. Ja. Entschuldigung, das ist echt ein Thema, was ganz, ganz wichtig ist. Natürlich wissen wir über die Risiken Bescheid. Also wenn dann die Leute immer sagen, ja, aber das ist leberschädlich, wo ich denke, ja Junge, meinst du vielleicht, ich habe mich damit nicht befasst? Oder wir haben Leute, die auf absolutem Spitzenniveau wissen, was da läuft. Weißt du, wo ich mir mehr Gedanken mache? Wie du schon sagst, um die Leute, die ins Studio gehen, dreimal die Woche und auch Steroide nehmen. Weil die nehmen es ohne Verstand, ohne Sinn, ohne Hirn. Und die machen Dinge, die dann vielleicht echt schädlich sein können. Ich bin 50 Jahre, ich habe jetzt vor 6 Jahren eine Tochter bekommen. Da kann man schon sehen, wenn man das alles mit ein bisschen Sinn und Verstand macht, dann kommt man da vielleicht nicht ohne Nebenwirkung raus. Aber es ist nicht so, dass man gleich dann ein komplett zerstörter Mensch ist. Was sind denn die Nebenwirkungen? Das ist ja ganz verschieden. Wenn ich jetzt mal sage, nebenwirkungstechnisch habe ich von meinen Innereien eigentlich gar keine. Und deine Organe sind alle. Ich habe Blutwerte, das mag man jetzt glauben oder nicht, aber ich zähle kein Bullshit, ich muss das nicht machen. Weil das würde ich ja irgendwann einholen. Ja? Die Leberwerte sind top. Was hast du heute für Probleme? Neurologische Probleme, das heißt nervliche. Dein zentrales Nervensystem war über 15 Jahre bis ans Limit gemacht. Muskeln und nervliche Reize, die sind ja im Einklang. Ja? Das heißt, wir haben alle Profis haben eigentlich heute neurologische Probleme. Was heißt das konkret? Ja, du läufst ja, wenn ich dich so sehe, läufst du normal durch die Nein, Welt? Das sind so mal Nervenzuckungen, nervose Anfälle oder mal Dinge, dass du nicht zur Ruhe kommst. So Sachen halt, ja. Altersbedingte Dinge wie, dass du Muskelausfälle auf einmal hast, dass der Muskel atrophiert. Ich habe hier so einen Bizeps, ne, der atrophiert hier in der Ecke. Was ist das? Ja, der löst sich langsam von der Sehne weg. Ja. Das heißt, der kann irgendwann reißen einfach? Der wird einfach weniger. Stell dir vor, ein Stück Kuchen und jeder knabbert mal dran. Ne? Okay. Und das ist so ein schleichender Prozess, weil jeder nimmt nur ein kleines Krümelchen. Immer ist der Kuchen wird weniger. Ja. Und das sind so Dinge, wir waren schon bei Professoren, selbst ein Professor Doktor in der Neurologie kann sich schwer erklären, was da körperlich abläuft. Und er sagte, ja, das Ordnung gesagt, das hat gar nichts mit Doping zu tun. Das hat die ständige Überreizung des zentralen Nervensystems. Mhm. Und wenn du heute so Sportler hast, es gibt ja heute ganz viel Sportpsychologen und so weiter. Ich glaube, Sportpsychologie ist eines der meist unterschätzten Themen. Nein, wir reden so von Doping. Die Psychologie eines Menschen und die Psyche, die körperliche, starke, mentale Einstellung ist so wichtig im Spitzensport. Deswegen hat jeder Profifußballverein immer 1, 2 Sportpsychologen dabei. Die ja, ja, klar. Ne, die werden sportpsychologisch betreut. Ich glaube, im Bodybuilding ist da noch sehr viel Nachholbedarf. Wenn ich eine Nebenwirkung habe, dann ist es eher neurologischer Art. Okay. Ja, ich hab so ein paar Bilder gesehen von Leuten, die vielleicht mal mit dir auf der Bühne standen, aber viele auch aus Amerika und die aber auf Top-Level
Level waren und jetzt in deinem Alter sind und auf Krücken laufen. Ja, das ist der Ronny Coleman, sprichst du bestimmt an. Ne? Ja, das war der Beste der Welt übrigens über viele, viele Jahre. Also mein absolutes Vorbild. Ich habe gerade ein Bild gepostet gestern auf Instagram. Für mich war der, man hat ja trotzdem, ist mal Leistungssportler, man hat aber trotzdem Vorbilder oder Menschen, wo ich menschlich drauf aufblicke, aber vor allem sportlich, wo ich denke, wow, was der Mann geopfert hat da dafür. Und das ist der Preis, den er heute bezahlt. Ja? Und wenn du ihn drauf ansprichst, und dann sagt er, ich bereue nicht, dass ich heute vielleicht an Krückenlauf oder im Rollstuhl gesessen habe, sondern ich bereue, dass ich diese eine Wiederholung nicht gemacht habe. Weißt du? Aber ist er dann nicht irgendwie so ein bisschen, also ich weiß, ich finde, ich selber, ja. Ich kann ja nur für mich sprechen, ich selber stelle halt so Gesundheit an erste Stelle und ja. da kann ich so eine Aussage halt überhaupt nicht nachvollziehen. Bin ich vollkommen bei dir. Jetzt bin ich 50 Jahre. Ohne Gesundheit bringt dir alles nichts. Ja. Da kannst du wirtschaftlichen Erfolg haben, da kannst du auf YouTube ein Riesenheld sein. Es bringt dir alles nichts, weil du kannst es nicht genießen. Ich habe eine kleine Tochter, mit der muss ich auch Radfahren, laufen, rennen, springen, schwimmen. Das fällt mir heute schwerer, ja, weil ich halt immer noch das Gewicht habe, aber vor allem, weil ich 20 Jahre Leistungssport hinter mir habe. Ja. Und ich glaube, Ronny Coleman, der wird heute auch zurückblicken. Aber du weißt auch nie, wie ein Mensch emotional tickt. Ich weiß nicht, wie der tickt. Vielleicht meint es auch wirklich. Habt ihr euch mal kennengelernt? Wenn ja, ganz oft, klar. Wir waren 10 Jahre im Geschäft zusammen, im Hotelzimmer geteilt und so weiter. Und war ja auch so eine Art, ja, ich habe den bewundert. Ja, also du stehst jetzt auf der Bühne und du siehst den Mensch und du bewunderst den aus der zweiten Reihe und denkst, was eine Maschine. Ja. Unfassbar. Ne? So wie du einen Fußballer siehst oder einen Basketballer und denkst, Alter, was der Hund drauf hat, das gibt's doch nicht. Ja, ich verstehe es 100%. Ja? Und so sehe ich ja auch. Und eigentlich stehe ich ja mit dem auf der Bühne und habe vielleicht auch bei der einen anderen Pose schon geschlagen gehabt. Es gibt so ein Bild, wo beide so einen Most Muscular machen, wo du angesprochen hast. Da habe ich ihn eigentlich wegradiert. Trotzdem ist der Mensch eine Ikone und ein absolutes Nonplusultra in dieser Sportszene. Wie viel hast du damals gewogen? Das Lustige ist, ich habe heute fast dasselbe Gewicht wie damals auf der Bühne, nur in Fett. Ne? Jetzt stell dir vor, ich habe jetzt 128, 127 und damals hatte ich 130 auf der Bühne halt mit 2% Körperfett oder so. Ja. Wie kommt man zu 2%? Ich glaube so 7, 8, 9, das ist so ganz normal. Kannst du natürlich auch mit einer gewissen Ernährungsform, aber dich auch chemisch musst du danach helfen. Da sind wir wieder beim Thema. Es gibt Dinge, da ist der Körper nicht dafür gebaut. Das muss man ganz klar sagen. Es ist nicht normal, 100 Meter in 9,3 Sekunden zu rennen. Das liegt auch nicht an der Turnschuh. Ja? Es ist nicht normal, eine Kniebeuge mit über 400 Kilo zu absolvieren. Das sind Anomalien, die in der Allgemeinheit des Sports nicht vorkommen werden, wenn wir das Thema Doping komplett rausnehmen. Ja, aber ich finde es trotzdem sehr ehrlich, wie offen du darüber sprichst und wie du jetzt auch als 50-Jähriger das Ganze ja. So ein bisschen reflektierst. Mir muss doch einfach ein Stück weit ehrlich sein. Ich finde, deswegen ist man auch kein schlechter Mensch oder hat betrogen. Ich sehe es immer so. Wer in dieser Situation würde es nicht machen? Also ich sehe es schon ein bisschen als Betrug. Ja. Wenn ich jetzt gegen jemanden spiele und ja. ich bin clean. Denke aber immer dran. Eben. Und da liegt das Problem. Dass ich clean bin, ist das Problem. Wenn es eine Leistungsgleichheit gäbe. Weißt du, gäbe es jetzt eine Klasse oder eine Bodybuilding-Klasse, wo man sagt, die sind alle sauber, wäre ich doch der Erste, der nicht sagt, das finde ich super. Okay. Weil am Ende des Tages ist derjenige, der das beste genetische Potenzial hat, trotzdem der Beste. Ob er jetzt chemisch unterstützt oder nicht. Ja. Weil er vielleicht einfach diesen genetischen Punkt hat. Ja? In Geschichte des Basketball gab es 3, 4 Leute, die haben immer rausgeschaut. Ja? Warum war das so? Weil die genetisch halt am allerweitesten waren. Vielleicht hat Michael Jordan auch das eine oder andere Doping-Tablettchen genommen, im Sinne von, das macht mich noch besser. Ja? Ja. Trotzdem war er der Beste, aber er wird dann noch besser. Ja? Ja. Weil da kommt ein Jüngerer, der macht das vielleicht. Aber ich lasse mir den Rang doch nicht ablaufen. Ich bin nur Michael Jordan. Weißt du, wo ich hin will? Und das sind so Dinge, die muss man sich immer hinterfragen. Also wo ist sauberer Leistungssport? Nicht Breitensport, da gibt es saubere Klassen, ganz bestimmt. Aber wo ist sauberer Leistungssport? Freunde, bevor wir hier richtig loslegen, ganz kurz noch die Statistik. Markus, du siehst sie jetzt wahrscheinlich nicht, aber die Zuschauer sehen die Zahlen, wie viele diese Videos gucken. Okay. Aber
eine wichtige Sache vergessen haben, nämlich diesen Kanal zu aktivieren und die Glocke zu abonnieren. Ja. Das vergessen die einfach und das ist überhaupt nicht schlimm. Muss man machen. Aber das kann man jetzt nachholen. Ne? Also, ja, auf jeden Fall abonniert den Kanal hier. Ja, das ist kostenlos, von daher größte Unterstützung, die ihr tun könnt. Vielen, vielen Dank und jetzt machen wir weiter. Toller Kanal. Ich muss dich mal was fragen. Und zwar sehe ich auf YouTube super viele Kanäle. Ich meine, es gab dann auch einen riesen Fitness-Hype eine Zeit lang. Und ich sehe super viele Kanäle, wo es Coaches gibt. Ich habe auch hier den Simon mal kennengelernt. Der war hier auch mal im Interview mit dabei. Und ganz viele verschiedene Gesichter. Tim Gabel kenne ich auch persönlich. Und die geben Tipps und haben vielleicht früher selber ganz viel trainiert. Und mich würde interessieren, sind das alles, weil die haben teilweise sind auch so eine brutale Form. Also man sagt ja, sie sind richtig gut in Form und reichen ihre Tipps ohne halt offiziell zu stoffen dann weiter. Aber wie siehst du das selber? Naja, aber es ist immer die Frage, ob wir sie zu stoffen. Weißt du, wir reden jetzt von Spitzensport. Ein Tim Gabel oder wie die alle heißen, die haben ja nie an Spitzensportwettkämpfen teilgenommen. Okay, das heißt, das ist auch nochmal ein Unterschied. Das ist ja ein Riesenunterschied. Ne? Wenn jetzt, ich weiß, wie der Tim Gabel zur besten Zeit aussah, ne? Man beschäftigt ja schon mit den Leuten. Das ist ja weit weg von irgendeiner Spitzenleistung. Sowas ist dopingfrei machbar. Das ist das, was ich gemeint habe. Wenn du mal auf deutschem Spitzenniveau bist, also deutscher Meister oder darüber hinaus, das ist doch dopingfrei machbar. Bin ich fest davon überzeugt. Aber dann reden wir von Figuren, die nochmal 15, 20 Kilo mehr Muskeln haben. Okay. Also ich bitte ganz klar zu unterscheiden. Das, was viele machen, ist Breitensport. Wir waren Leistungssportler auf allerhöchstem Niveau. Also sag mal, wir haben Champions League gespielt. Und die waren fünfte Liga. Okay. So ist die Einschätzung ungefähr. Ja. Gut, aber das ist nochmal sehr sehr wichtig auf mich zu verstehen, weil das kriselt und kursiert dann immer so ein bisschen in den Kommentaren, dass diese Coaches dann ihrer Community irgendwie was vorspielen und ich kann es selber null einschätzen. Du kannst niemandem hinter den Kopf gucken. Ist kein einer. Guck mal, ich sage immer so auf Seminare und da stehe ich auch dazu. Du hast gesagt, du hast Dopingtests gemacht. Ich auch. Ich war nie positiv. Aber es ist auch unangenehm, ne? Also das muss man für die Zuschauer muss man das mal erklären. Also ich weiß nicht, wie gut ihr da drin seid zu pinkeln, wenn jemand zuschaut. Ja, aber es ist welchem Blickwinkel, ganz genau. Also ja. Ein sauberer Dopingtest. Ja. Ist wirklich, du pinkelst halt Richtung Toilette und in einen Becher rein, den du möglichst treffst, aber der Tester steht halt nicht hinter dir und wartet, bis du fertig bist, weil du könntest ja irgendwie, es gibt ja alles, ne, dass sie dann irgendwie dann irgendwas am Bauch befestigt haben und dann was reinlaufen lassen. Die meisten machen halt ein Kondom, ne? Also die nehmen ein Kondom mit fremdgefülltem Urin und machen das dann da rein. Das ist natürlich der Dopingtester. Das sind die Tricks und damit das halt irgendwie nicht passiert, muss diese Person neben der Toilette stehen und dir genau da drauf gucken, von Anfang bis Ende. Also ich sag's dir ehrlich, das kann jeder mal probieren, ja? In der fremden Toilette. Also ich konnte nicht auf Kommando, das schwierig, ein bisschen ganz gebraucht. Viele. Aber da sind wir noch um das Thema Doping zurückzukommen. Wer ist jetzt Doping clean? Der sagt oder der einen negativen Test abgelegt hat? Erzählen kann ich viel, ja? Ich kann jetzt der Community sagen, ich habe noch nie was genommen. Beweis das Gegenteil. Schwer, ja. Schwer, siehst du? Heute hast du es aber schon zugegeben. Das heißt, wir müssten nur zurückspulen. Man muss halt einfach schauen, nochmal zu differenzieren. Ein Doper ist nicht derjenige, der betrügt, sondern ein Doper ist der, der versucht, im Spitzensport absolut mitzuhalten. Weil die Ende des Eisberges wird immer enger da oben. Mhm. Und nochmals, Bodybuilding allein ist keine verseuchte Meisterschaft. Das sind alles absolute Spitzenathleten. Und ich behaupte jetzt, wenn man dopingfrei wäre, wäre der Ronnie Coleman trotzdem 10-mal mit Olympia geworden. Das ist der, wo du gesehen hast, der im Krücken leider läuft. Ja, ja, aber das ist, glaube ich, ganz interessant, dass die Genetik trotzdem super wichtig ist. Trotzdem möchte ich aber auch allen da draußen das nochmal wirklich, wirklich für euch das nochmal betonen. Hört auf mit Doping, ja. Also ich bin der Erste, der sagt auch, ich habe jeden Tag Coachings und ich sage jedem, hör auf mit der Scheiße. Ja. Hör auf mit der Scheiße. Weil mir sieht es immer so. Doping hat natürlich für den einen oder anderen oder für die meisten überwiegend auch körperliche Probleme mit sich. Was man nie vergessen darf. Und das rede ich jetzt aus einem gewissen Abstand und einem gewissen Alter. Diese psychische Komponente darf man nie vergessen. Wenn du mal deinen Körper zu einer Leistung gebracht hast und das wieder wegnimmst, wird er psychische Probleme kriegen.
Stimmt das, dass der Penis dadurch kleiner wird? Nein, da wird nur kleiner, weil die Beine dicker werden. Das ist eine optische Sache. Ne? Deswegen gibt es nur Pornodarsteller mit dünnen Beinen, das habe ich immer so gesagt. Ne? Also wenn der Rest dicker wird, wird das dann nicht kleiner. Nee, die Hoden, die werden kleiner, oder? Also irgendwas schrumpft doch wirklich. Medizinisch, ja, ist die Frage, ich weiß nicht. Was ist bei dir geschrumpft? Jetzt können wir es ja mal besprechen. Weiß ich nicht. Also für mich war alles immer normal. Ich meine, ich habe jetzt noch ein Kind gezeugt, insofern weiß ich nicht. Ach, du bist Papa? Ja, ja, ja. Ich habe eine 6-jährige Tochter. Deswegen, dann bist du im gehobenen Alter nochmal hier? Musste ich, weil zu der Zeit, wo ich aktiv unterwegs war, war keine Zeit. Also kein Platz. Ja. Ich wollte immer Papa werden, wenn ich mich auch bereit fühle für das Kind und Zeit habe. Ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, wenn mein Kind in die Welt setzt, um ein Kind zu haben und sich dann damit beschäftigt. Ich wollte Papa werden, A, weil ich dann wirtschaftlich schon ein bisschen gesettelter bin. Ja, in der heutigen Zeit finde ich das ein ganz wichtiges Thema, dass man dem Kind halt auch eine gewisse Sicherheit bieten kann und sich selbst und der Familie. Aber vor allem halt auch, weil ich keine Zeit hatte zu der Zeit. Ich war ja nur unterwegs. Auch nach meiner Karriere hatte ich ja Sponsoren. Ich war 3 Jahre nur im Ausland mit der Firma Ultimate Nutrition. Da war ich in Südamerika. Ich war ständig in Kanada, USA unterwegs. Ich war ja kaum in Deutschland. Ich war 2 Wochen in Deutschland, war ich wieder weg für 3-4 Wochen. Wie hätte ich da eine Familie hätte aufrechterhalten sollen? Das wäre gar nicht machbar gewesen. Das wäre nicht fair gewesen. Das wäre nicht fair, genau. Fairness ist ein ganz wichtiges Thema. Und das Kind erwartet ja irgendwas von dir. Du bist ja Papa. Du musst ja da sein. Und auch deine Frau erwartet Dinge. Das ist ja ein Team, wo man da zusammenspielt. Und das war eine Trense der Zeit. Naja, aber es ist doch trotzdem schön, dass es jetzt noch geklappt hat. Ich freue mich, wobei natürlich im Alter sieht man Dinge, ich sag mal so, die Kleine springt von einer hohen Mauer und ich sehe die Gefahr. Meine Frau ist einiges jünger, ne? Die sieht dann eher so, lass ihn doch. Ja. Wie alt ist deine Frau? Die ist 20 Jahre jünger wie ich, genau. 20 Jahre jünger? Ja, ja. Ne? Ja, einen tollen Mann gefunden. Ne? Ich sag mal so, kaufst du auch kalt Auto. Ne? Das Ding ist halt einfach, jetzt werde ich wieder sexistisch, will ich gar nicht. Das meine ich viel mit Sarkasmus. Ne? Also wenn jetzt Leute sagen, die mich nicht kennen. Es ist noch wichtig, ich bin sehr, sehr sarkastischer und sehr, sehr humoristischer Mensch. Also vieles ist ernst bei mir, aber vieles auch mit ein bisschen Auge zwinkern. Ich habe vorhin schon gesagt, ich bestätige gerne Schubladen. Wenn die Leute sagen, ja, die Bodybuilder, die haben alle klein, sage ich, der ist noch kleiner, wie ihr denkt. Ja? Und impotent sind wir auch und gewalttätig. Was ist noch so ein Vorteil? Dumm. Ne? Also müssen alle stimmt, dumm ist auch dumm wie ein Baunestroh, ja, genau wie jede Blondine aus saublödes. Und das sind so Themen, wo ich denke, meine Fresse, ey. Also, was wird denn da für ein Blödsinn erzählt? Da muss man heutzutage schon aufpassen, weil manchmal, ne, ich weiß auch, dass aus diesen Interviews dann so kurze Ausschnitte genommen werden landen dann auf TikTok. Ja. Benutzt du als 50-Jähriger noch TikTok? Ich habe leider, nee, Gott sei Dank, ich habe viele, die für mich TikTok machen. Okay. Also ich das ganze TikTok ist voller Memes mit mir, ne, wo ich dann so, Dinge... Voller Memes, ne, so, die ganzen Memes. Wo ich dann so Dinge raushau, wo aus dem Kontext geschnitten sind, wo dann aber lustig sind. Ne? Wo so halt vegan funktioniert, ne, und so Dinge, wo sie dann halt machen oder... Also vieles ist ja auch einfach Spaß. Ja? Also man darf das Thema Fun und nicht alles so ernst nehmen. Es ist doch heute, wir haben doch so viele Probleme in unserer Gesellschaft. Was ist denn so schlimm, wenn dann einer was Späßchen macht? Also ich finde diese Wohlstandsverwahrlung, diese Problematik, alles so auf den Gipfel zu ziehen, wenn mal einer irgendwas sagt, total überzogen. So wie der Ron letzte Woche so, ja du, da hat einer gesoffen, der ist jung, der hat mal über die Stränge geschlagen. Gibt's ein Ohrfeige, mal denkt der Scheiße, was habe ich denn da gesagt? Na, alles wieder gut. Das muss man doch jetzt nicht in den Dreck ziehen bis zum Gehtnicht mehr aus. Der Mensch, den er da beschimpft hat, der war doch bestimmt ein ganz wertvoller Mensch. Aber ich finde, es wird heute alles zu viel auf die Goldwaage gelegt. Ja, weil alles 10-mal hin und her gespult wird und irgendeiner dann im dunklen Keller sagt, das kann man aber nicht sagen. Wo ich denke, ja, und du hast noch nie was Falsches gesagt in deinem Leben. Du bist ja der Herrgott in Weiß. Du machst ja alles politisch korrekt und du bist noch nie über deine Stränge geschlagen. Du bist immer perfekt. Das ist, ja, es ist halt so ganz, ganz schwierig. Ich habe das auch in einem Podcast mal gehört, dass wir Deutschen so ein bisschen unseren, also wir haben so einen Heldenkult, wo wir sagen, okay, wenn wir Helden haben, dann dürfen, das darf nicht passieren. Die dürfen da, das war auch bei Boris Becker ganz übel. Ganz schlimm. Dass er dann da diese Besenkammergeschichte hatte und dann jetzt der nächste Skandal und dann hast du diesen Heldenstatus auch in 0, nichts verloren und ja, fehlerfrei ist am Ende keiner. Also, was ich gesagt habe, der Deutsche strebt nach Heldentum, um es dann bei ersten Gelegenheit wieder vom Sockel zu stoßen. Das ist ein deutsches Problem. Und das verstehe ich oft nicht, warum. Wir haben doch Leute hochgejubelt, gerade Boris Becker. Ich durfte den Boris Becker mal kennenlernen in Hamburg auf einer Veranstaltung. Das ist ein ganz lieber Mensch. Ja, mein Gott, der hat halt Scheiße gemacht mit seiner Steuer und so weiter. Und ob er die Frau in der Besenkammer beglückt hat, ja, wir hatten keinen One-Night-Stand gehabt in seinem Leben.
Ja, ist es jetzt so verwerflich? Er hat ein Kind, das hat er geliebt, die hat er bezahlt, die kleine Süße. Die ist heute Model, die hat doch alles gut gehabt. Ja? Also was ist denn so schlimm an Boris Becker? Jetzt hat er Steuer hinterzogen. Ja gut, dafür hockt er jetzt im Knast. Ja? Oder unterschlagen oder was er da gemacht hat, ich weiß ja gar nicht. Aber jeder kriegt seine Strafe. Ja. Wenn er sich extrem verfehlt. Und ich finde sowas, ne, wenn jetzt einer ein Kind vergewaltigt oder Frauenvergewaltigung oder Kinderpornografie, finde ich viel schlimmer, als wenn einer One-Night-Stand eine Besenkammer hat. Ja, mir fehlt manchmal so ein bisschen, gerade bei dem Beispiel, so ein bisschen die Verhältnismäßigkeit. Weil die Schlagzeile liest sich super, die druckt sich super, die verkauft sich super. Das steht halt oftmals dahinter. Aber zuletzt ging es um einen Schlagersong, der verboten werden sollte, weil der war wochenlang auf Platz 1 in den Charts und heißt Laila. Und da geht es um eine Puffmama, die in den höchsten Tönen gelobt wird, aber es ist ein Schlagersong, der natürlich, ne, geht's um Puff und Liebe und was auch immer. Ich habe den Text jetzt nicht auseinandergebaut, aber darüber ist eine riesen Sexismusdebatte entstanden. Und dass wir darüber reden. Wie denkst du denn darüber? Ich kann dir gerne meine Meinung sagen, dass wir über Sexismus reden, ist wichtig, auf jeden Fall. Natürlich. Und na klar. Ich glaube aber, dass da eine Debatte aufgeht, während in Deutschland so viele sexistische Sachen, auch in unseren Regeln, alleine dass Medizin zum Beispiel nur in erster Linie für die Gesundheit von Männern dann hergestellt wird und im zweiten Schritt erst dann die Medikamente irgendwie angepasst werden, sodass es auch für Frauen funktioniert. Mhm. Das sind so Dinger, wo ich mir denke, daran sterben sicherlich täglich so viele Frauen, dass sie halt nicht perfekt da eingestellt sind. Und statt dass wir darüber reden, was halt nicht das ist nicht das sexy Thema, überhaupt, aber statt dass wir da dann eine Debatte drüber machen, und das war wirklich, also du hast es dann einfach verpasst, weil du vielleicht nicht in dieser Bubble bist, aber es hat wirklich für eine Woche lang alles dominiert, ob man jetzt diesen Song spielen darf auf dem Fest oder nicht spielen darf, und dann war das Top-Schlagzeile. Und ich denke mir wirklich, lasst uns gerne darüber reden, wenn wir alle anderen Punkte von oben abgearbeitet haben. Ich fand das sehr schade, weil es macht die ganze Debatte so ein bisschen, für mich, so ein bisschen lächerlich. Und ich habe auch mit vielen Frauen darüber geredet, die sagen, ich fühle mich null ernst genommen, weil das ist irgendein Lied, während wir hier dicke Titten und Kartoffelsalat und all das seit Jahren, und da hat nie jemand was zu gesagt. Schau dir das Internet an und die Kommentare. Ja. Wir haben es gerade bei der Wahl, gerade die Frauenfußball-EM ist, da gab es ja auch eine sexistische Äußerung von Kollegen und so weiter. Ja klar, die will ich auch mal bügeln, die alle dann statt zu Tor schießt. Und dann sage ich, okay, das ist ein Thema, das geht nicht. Das ist kacke, Ja, na klar, das ist da. Und das andere ist eine Wohlstandsverwahrlosung. Ich habe so viele Probleme, aber ich verschließe die Augen. Und dann, wenn eine Debatte, die total nichtig ist, mache ich mir Gedanken. Nenne ich immer Wohlstandsverwahrlosung. Das ist in Deutschland leider auch eben so ein Thema, wo ich sage, wir haben so viele Probleme intern. Wir machen uns um Dinge Gedanken, die vielleicht weit, weit weg wären, wenn wir die tatsächlichen Probleme ansprechen. Rentner, die kaum noch ihr Essen bezahlen können, junge Familien, die keinen Wohnraum finden, die Inflation steigt, die Lebensmittel wird knapp, wir sollen Gas entziehen und so weiter und so fort. Das heißt, es geht eben an unsere Existenz, ja, an Lebensinhalte, wo jedem auch Grundgesetz zustehen. Und da geht's eben dran. Und darüber redet man eigentlich kaum. Ja. Finde ich sehr, sehr schade. Geh heute mal einkaufen. Mein lieber Mann, was das für Geld kostet. Auf jeden Fall. Also ich sag das auch ganz offen. Ich bin sehr froh darüber, dass ich jetzt aktuell nicht in der Situation bin, dass mir das so weh tut. Und ich weiß aber auch, dass ich mal in einer Zeit war, wo ich wirklich auch gucken musste, was kostet die Butter. Eben. Und die Butter ist jetzt gerade doppelt oder dreimal so teuer, wie sie vor einem Jahr war. Jetzt frag mal einen Politiker. Der spielt das überhaupt nicht. Die sind ja gar nicht im Thema drin. Wie du schon sagst, ich habe das mit dem Sonder mitbekommen. Die bekommen ja gar nichts mehr mit. Aber die sollen dann ein Volk regieren, wo kämpft mit diesem Problem. Mhm. Tagtäglich, das betrifft uns alle und es wird immer noch schlimmer. Ich sage immer, das ist erst der Anfang. Im Winter werden wir die volle Breitseite der ganzen Problematik mitkriegen. Und wie dann Familien sich weiter ernähren und Ja, wenn es kalt wird und immer teurer. Wow. Aber jetzt sind wir sehr politisch geworden. Um Gottes Willen. Wollen wir gar nicht wann, weil Politik kannst du nur verlieren. Richtig. Ja. Aber wir sind trotzdem sehr gespannt auf eure Meinung in den Kommentaren. Jetzt haben wir mal so ein bisschen was von uns losgelassen. Schreibt es sehr gerne unten rein.
Markus, ich würde dich jetzt sehr gerne mal noch zu deiner Firma was fragen, weil du hast gesagt, so aus dem Sport bist jetzt seit ein paar Jahren raus aus dem Profisport und trainierst so privat ein bisschen. Ich habe angefangen mit Fitnessstudio nach meiner Bodybuilding-Karriere, wo ich mich dann entschlossen hatte, mit 40 aufzuhören, weil dann halt auch irgendwann genug, ja, muss man auch sagen. Du bist Sportler und irgendwann spürst du, dein Körper kann nicht mehr diese Leistung abrufen. Und ich glaube, wenn man dann vernünftig sagt und hört jetzt auf und zieht sich aus allem zurück, und ich meine alles, dann kann man dann auch, glaube ich, ein gutes Resümee sehen. Das war eine tolle Zeit. Und jetzt kommt ein Plan B. Und den musst du schon fertig haben. Mein erster Plan B war Fitnessstudio. Das ging so semi gut, weil ich mir, bin ich ganz ehrlich, auch nicht so viel Mühe gegeben habe. Das war nicht so meins, Fitnessstudio. Und habe gedacht, okay, jetzt mache ich Nahrungsergänzungsmittel. Das ist das, wo ich schon seit Jahrzehnten Erfahrung habe. Und das ging sehr, sehr gut an. Also wir sind mittlerweile ein sehr, sehr guter mittelständisches Unternehmen mit tollen Mitarbeitern. Wir können wirtschaftlich uns weiterentwickeln, was in der heutigen Zeit echt ein Problem ist. Wie viele seid ihr? Wir sind mittlerweile so, dass wir einen Betriebsrat brauchen. Ne? War das zusammen über 20, 30? Nee, das ist normalerweise 7 oder 11, je nachdem. Ich bin jetzt in die zwei Zahlen. Also wir sind mehr wie das. Ne? Okay. Und kann man sagen, mittelständiger Betrieb. Und da bin ich schon sehr, sehr stolz drauf. Wir sind wirtschaftlich gut aufgestellt. Das heißt, diese Problematik, was heute herrscht, ist Rohstoff. Ja? Das haben wir überall. Baustoffe gibt es Probleme, Nahrungsmittel gibt es Probleme. Das spüren wir natürlich auch. Ne? Die Nahrungsergänzungsmittelindustrie ist ja die Basis viel Milch, Aminosäuren. Und das kommt ja aus der Nahrungsmittelindustrie. Und da ist halt auch bei uns ein Riesenengpass. Ne? Wenn du mal so schaust, die Mitbewerber bei uns, wir haben alle Probleme eben. Nicht mal, dass wir jetzt sagen, wir verkaufen viel oder wenig, sondern die Verfügbarkeit wird irgendwann das Problem. Das heißt ganz einfach, es entscheidet sich gar nicht mehr, wer ist denn der Beste, sondern wer kann noch liefern. Krass. Das heißt, die Preise werden auch da steigen. Extrem. Nur mal jetzt, um eine Zahl zu nennen. Ja? Das Protein hat sich ungefähr ver-500-facht vom Einkaufspreis. Ja? Ver-500-facht? Ja, das ist kein Scheiß, was ich jetzt erzähle. Und da muss man einfach mal sehen, ich weiß nicht, wie weit kann sich der Mensch das alles noch leisten. Ja. Wenn diese Preisspirale und diese Verfügbarkeit an Grundbedürfnis, was Nahrung ja ist, immer schwieriger darzustellen wird. Ja, aber krass. Ich meine, du hast ein Unternehmen und auch Mitarbeiter. An den Mitarbeitern hängen ganze Familien und du hast für das natürlich als Chef hast du Verantwortung. Die Verantwortung, ganz klar. Und wenn das ist schon bedrohlich. Also ich bin selber heilfroh, dass wir jetzt dieses Format dann durch eine Werbung am Anfang oder am Ende irgendwie dann refinanzieren können. Aber das ist schon dann auch es immer ein Problem. Ein Kampf, weil du musst dann schon Sorge dafür tragen. Problem, das ist auch nicht, weil die Verträge, die enden ja nicht einfach so, sondern du sagst ja, okay, wir arbeiten jetzt zusammen. Du hängst dich aus dem Fenster. Ja, richtig, natürlich. Und du musst ja auch dann, um Rohstoffe, Verfügbarkeit über längere Zeit zu generieren oder garantieren, klar, musst du auch Vorverträge machen. Das ist ja nicht so, dass jeder sagt, ach, mach doch, was du willst. Ja, brauchst du mir das, so läuft's nicht. Ja. Also musst du schon verpflichten mit einer gewissen Art. Da ist ein riesen Cashflow dran, eine riesen Verantwortung, A, dem Kunden gegenüber, B, den Vertragspartnern, aber C, ja auch deiner Idee, die du lebst. Ne? Ja. Und ich glaube, da hängt eben das Problem, dass viele Angst haben, in die Zukunft zu schauen, weil keiner weiß, wie sieht es dann im nächsten Quartal aus. Ne? Und jetzt kommt Winter und davor haben wir alle Angst. Es geht nicht nur um Corona, es geht um Heizperioden, es geht um Nahrungsmittel, es geht um Verfügbarkeit von vielen Dingen, die wir zum Leben brauchen. Und das wird echt ein Problem. Das macht mir Angst, ohne Scheiß. Mir macht das nicht Angst, dass jetzt irgendwo wieder ein Coronavirus herkommt, den wir nicht bewältigen können. Mir macht eher das Angst. Ja. Ich glaube, das ist ein Virus, den wir viel schwerer bekämpfen können, wie das, was uns an Corona bevorsteht, weil damit können wir kämpfen, das können wir ja schon. Ja, ja. Wir werden plötzlich mit Sachen konfrontiert, die also meine Generation auf jeden Fall mal nicht kannte. Ich auch nicht. Ja, krass. Ne? Das ist ja eine Generation, die noch vor mir war. Also seit ich Kind bin, kenne ich nicht, dass irgendwas an Lebensmittel knapp ist. Ja. Bei uns gab es immer, Entschuldigung, zu fressen ohne Ende. Ja. Alles, stimmt, was du bist ein Boomer-Generation. Ich bin 72er Baujahr. Ja. Also da gab es das nicht. Ja. Gut, da gab es mal ein autofreies Sonntag, da gab es mal ein Dings, wo man über die Autobahn mit dem Rad fahren konnte und so. Das war immer ganz nett. Aber es gab nie eine Nahrungsmittelproblematik. Ihr seid mit dem Fahrrad über die Autobahn gefahren. Ja, das war mal eine Ölkrise. Ich glaube, 70er, 80er Jahren war das, berichtet mich gerne in die Kommentare.
Wenn so ein alter Mensch wie ich noch zuschaut, der weiß das besser. Das immer, da gab es einen autofreien Sonntag. Das war dann, glaube ich, immer über 6, 8 Wochen oder was. Ach, um Öl zu sparen. Um Öl zu sparen, ja, ja. Um Treibstoffe, fossile Energien einzusparen. Und da sind die Leute mit dem Fahrrad über die Autobahn geballert, ne? Und haben sich da hier ein Lustiges gemacht. Das war schön. Das war eine tolle Zeit. Wobei wir davon gar nicht mehr weit weg sind momentan. Ne? Das, das wird bald wieder so ankommen. Das ist sehr interessant, mit der Rolltour auf der Autobahn fahren. Ne? Dann möchte ich dich aber gerne noch mal zu deiner Karriere fragen. Was hast du denn da so verdient? Also was verdient man so als Fitness-Bodybuilder, wenn man Top 5 der Welt ist? Zu wenig. Zu wenig. Wenn ich dich jetzt frage, verdienst du genug, sagst du? Ich bin echt zufrieden. Ja, ich sehe mir das Wort verdient. Verdient nicht das, was du jetzt bekommst, sondern das, was du verdient hättest. Für deine Leistung. Was meinst du denn, hättest du für deine Leistung verdient? Im Kontext gesehen mit anderen Spitzenleistungssportlern hätte ich gerne im Bodybuilding etwas mehr verdient. Aber es ist eine Randsportart, zumindest in Deutschland oder Europa. In den USA sieht es schon wieder anders aus. Ich meine, die Wettkämpfe sind ja zu 90% in den USA. Man muss halt immer schauen, der Wettkampf ist gut, aber das, was du dir an Namen aufbaust, an Möglichkeiten, ne? So wie du jetzt mit deinem YouTube-Kanal. Guck mal, du hast doch eine riesen Reichweite. Ja? Das sind ja Möglichkeiten, die du damit bereitstellst, dass du Leute reinkriegst mit Format. Ja? Ich weiß, der JP Krämer war mal bei dir. Gell? Ja, ja. Ne? Der kommt ja nicht zu jedem. Das stimmt. Weißt du? Deswegen, du hast dir ja hier eine Plattform erarbeitet, die dir Möglichkeiten bietet. Und dasselbe ist als Leistungssport. Das kann nicht jeder Leistungssport machen, um dann wie so ein Fußballer zu sagen, um 30, jetzt höre ich mal auf, ich habe mal 12 Millionen verdient, das kann ich mal am Arsch lecken. Ja? Jetzt mache ich noch 3 Restaurants auf, wo ich nie zu sehen bin. Ne? So wie der Bodolski in Köln hier, ein schöner Eisladen. Wobei, im Eisladen habe ich ihn mal, gesehen, er hat es sehr klug gemacht, mit Maske und Sonnenbrille. Wobei ich den Poldi noch ein einzigartiges Menschlein finde. Ja? Also, schade, dass es solche Typen nicht mehr gibt. Ja. Ich finde es so schade, weil das ist ein Mann mit Herz und Zunge. Und ich finde halt auch immer so nah am Volk. Ich fand ihn immer klasse, auch wenn er sich mal im Kopf und Kragen geredet hat oder mal vielleicht nicht so alphabetisch alles korrekt hingestellt hat. Aber ich fand es sensationell. Ich fand eben geil. Heute ist doch alles so vorgefertigt, ne? So politisch korrekt. Und das finde ich sehr, sehr schade. Ja. Ich finde, der Typ fehlt mir heute ab und zu mal, der auch mal so ein bisschen provoziert. Ne? Auch mal absichtlich provoziert. Ja, und ich meine, Fußball ist natürlich in Deutschland Sportart Nummer 1. Dementsprechend fließen da Millionen Beträge. Also auch an Gehältern. Ja. So davon, das ist wirklich brutal, wenn du dir das anguckst, was Bayern-Spieler verdienen, aber auch schon die irgendwie im Mittelfeld der Bundesliga sind. Ich kann aber, ich weiß, dass bei mir einige 100 Euro waren im Rollstuhlbasketball, was sich als 18-Jähriger brutal angefühlt hat. Schau mal, jetzt bist du ja auch Leistungssportler gewesen. Ja. Jetzt schau mal, was so in der NBA bezahlt wird. Das weißt du ja. Ne? Ja. Ich meine, das ist ja heute kein Geheimnis mehr. Ein Fußballer im Spitzensport bekommt heute, was weiß ich, 300.000, 400.000, 500.000 im Monat. In der NBA wurden jetzt die ersten Verträge über 250 Millionen auf 5 Jahre verteilt, aber mit 50 Millionen. Erklär das mal dem normalen Menschen. Das ist brutal. Ne? Aber ich sag auch ehrlich, ich bekomme auch immer die Debatte wegen dem Frauenfußball mit, dass Frauenfußball weniger bezahlt wird als Männerfußball. Ja. Und dann gibt es in den USA zum Beispiel, wurde das jetzt, glaube ich, angeglichen, dass die Nationalspieler auf jeden Fall gleich viel verdienen. Und das finde ich auf jeden Fall total gerechtfertigt, weil wenn du in die Nationalmannschaft gehst, dann ist es, finde ich, so vom Verband auch richtig, beiden Seiten gleich viel zu geben. Das Ding ist aber, die Nachfrage regelt im freien Markt dann auch, was am Ende dabei rauskommt. Eben, und wenn alle Fußball gucken und ins Stadion strömen für diesen Männerfußball, dann ist es halt schwer, der Frauenmannschaft vom FC Bayern zum Beispiel, auch, dass die Torhüterin auch 15 Millionen wie Manuel Neuer verdient. Aber wo wäre der Plan B? Also entweder ich ziehe den einen runter. Das heißt, der Männerfußball wird degradiert von den Möglichkeiten der wirtschaftlichen Situation. Oder ich ziehe den Frauenfußball hoch. Nur wo soll das Geld herkommen? Richtig, das wächst halt nicht auf den Bäumen. Aber so ist es. Ich meine den Unterschied jetzt gar nicht zwischen Männern und Frauen, sondern auch zwischen Sportart zu Sportart. Ich habe jetzt Rollstuhlbasketball gespielt. Und wenn ich natürlich den Anspruch stelle, dass ich sage, ich trainiere fast so viel wie die NBA-Profis, also möchte ich fast so viel verdienen, das vom Einsatz her verstehe ich das. So, aber es... So funktioniert diese Welt halt nicht. Leider. Und trotzdem wird's mich jetzt
brennend interessiert. Was hast du denn vielleicht mal für ein Preisgeld abgesahnt? In welcher Größenordnung sind wir unterwegs, wenn wir von Mr. Olympia sprechen? Also ein Ronnie Coleman zum Beispiel hat für seinen Mr. Olympia-Sieg $250.000 bekommen. Okay, eine Viertelmillion. So, eine Viertelmillion Dollar. Gut, das vor Steuern, da geht die Steuer noch weg, da geht ein bisschen Tax weg, da geht hier das weg. Aber als Nummer eins der Welt? Als Nummer eins der Welt. Ja, das ist, man muss aber auch sehen, das war der Beste auf dem Planeten. Jetzt sehe ich mal im Gegensatz einen Tennisspieler, der Wimbledon gewinnt, ja, der kriegt dann, was weiß ich, 4 Millionen oder 5. Ich habe keine Ahnung, also leg mich jetzt bitte fest auf den Summe. Ich weiß, was in meinem Sport und was im Fußball so bezahlt wird, weil ich da ein bisschen mit drin bin. Aber Bodybuilding ist kein Sport, wo du mehrfacher Millionär wirst. Also wenn du Glück hast und du bist wirtschaftlich gut aufgestellt und nicht kompletter Vollidiot, dann kannst du es dir erreichen, dass du dir eine gute Wirtschaftsbasis nach deiner Karriere aufbaust. Das heißt, du hast die Möglichkeit, danach weiterhin Geld zu verdienen. Würdest du denn sagen, dass jetzt, wo du jetzt auch noch die Firma hast, damit auch ausgesorgt hast oder es schaffst, auszusorgen? Also ich bin ganz ehrlich, ich arbeite echt 7 Tage die Woche. 7 Tage? Ja. Habe ich gerade gestern. Ich habe das Coaching, wo ich 4-5 Mal die Woche mache mit Leuten, die zu mir kommen. Die mit denen mache ich dann Sport, zerstöre die, wenn sie wollen, oder bringe denen was bei. Mache Ernährungscoachings etc. Also gerade wie der Kunde Ansprüche stellt oder Wünsche hat. Und dann halt die Firma, was mich extrem reinnimmt, weil die Firma sehr, sehr gut mittlerweile wächst. Und du hast noch gar nicht gesagt, wie die heißt. Das ist Rühls Bestes, ne? Rühls Bestes? Ja, Rühls Bestes, ja. Rühls Bestes. Ich fand es immer, ich bin so ein Mensch, ich mache viel über Karikatur und Film haben Namen, so ein bisschen verniedlichen alles, ne? Wenn du jetzt meine YouTube-Videos siehst, die sind immer pink und immer so lustige Musik drin, ne? Ich mag nicht so das Hell Power oder Crank Reloaded oder Zombie, wenn man irgendwie so einen Booster mal macht, ja? Bei mir heißt der Pump Job. Pump Job. Ne? Ich wollte ihn eigentlich Blowjob nennen, aber denke ich, nee, das geht nicht, das ist wieder eine Spur drüber, da haben wir so auch Spaß mal gemacht. Nicht falsch verstehen, das war ein Spaß. Das wäre jetzt Pump Job, was ist die Aufgabe? Das soll Pump generieren, also das ist ein Job, ein Pump zu machen, das ist wie ein Pump Job. Ich mag diese verbessererischen Namen nicht so. Ja, so sind wir doch gar nicht. Ja. Und so bin ich ja auch nicht. Ich bin doch nicht der böse, Gottes Willen, ich bin ganz, lieber Mensch, ja? Nee, überhaupt nicht. wie ist das auf der Straße? Weil ich kann das total bestätigen, so wie ich dich jetzt hier heute kennenlerne. Ja. Wir könnten Stunden einfach quatschen und mit Kamera, ohne Kamera. Aber wie ist es auf der Straße, wenn du sagst, du bist jetzt fast 1,80 und aber wiegst 130, 120 immer in dem Rahmen. Wie reagieren Leute auf dich? Mittlerweile bin ich halt sehr bekannt, ne? Wie du auch. Mhm. Ne? Das ist ja das Problem. Du hast ja durch deinen YouTube-Kanal dir was aufgebaut, was du natürlich auch in der Öffentlichkeit zurückkriegst. Die Leute werden dich erkennen. Mhm. Das heißt, die Menschen gehen ja ganz anders auf dich zu. Manchmal ist das schön, manchmal ist es aber auch so, weißt du, wie es bei dir ankommt, manchmal fehlt so ein bisschen die Distanz. Mhm. Weil eigentlich sind das ja fremde Menschen, aber da die dich ja kennen von deinem Kanal, kennen die dich. Die kennen dich ja, aber eigentlich kennst du die nicht. Jetzt kommen die zu dir und sagen, hey, gute Matata, hier, alles fit, was läuft denn? Ja. Denkst du, was? Ja? Oder? Geht's dir nicht manchmal so? So sprechen die Leute hier in Köln eher weniger, aber ich kenn's, gute... Nee, so hässlich halt jetzt, ne? Ja, ich oder wenn du mal McDonald's bist, mit deiner Tochter, und Rühl hier, schon 10 Burger gefressen, Thunfisch und so. Wie das ist das böse? Wenn du mit deiner Tochter unterwegs bist, naja, und Familie. Das ist dann schwierig. Du hast halt kein Privatleben mehr. Das ist der einzige Punkt, wo ich auch sage, okay, das, wenn ich irgendwie mit meiner Familie unterwegs bin, dann das wäre auch so der Moment, wo ich mich auch mal irgendwie abkapsel, wo ich sage, ey, du nimmst mir nicht übel, aber ich habe jetzt hier gerade keine Zeit zu sprechen, weil das ist jetzt auch, ich sitze ganz hinten, ich suche mir auch immer hinten im Restaurant irgendwie einen Platz, einfach um Ruhe zu haben. Ja, um Ruhe zu haben und das jetzt auch nicht so zu provozieren, wenn ich mich jetzt vorne an die Straße setze, was sollst du denn erwarten? Ja. Also dann, aber bist du ein Mensch, der so ein Jäger ist nach Aufmerksamkeit oder bist du eher so ein introvertierter Mensch? Na, das siehst du ja an dem Format hier. Also es ist hier immer ein Format, ist auch ein Berufszweig. Das ist aber oft vielleicht nicht so, wie du privat bist. Ach so. Ich bin ganz ehrlich, ich bin ja auch ein sehr, sehr extrovertierter Mensch auf YouTube, jetzt hier. Ich habe aber auch gern mal meine kleine Familie für mich, weißt du? Meine kleine Welt. Gab es für dich mal irgendeinen Moment, der in dieser ganzen Karriere besonders krass war, wo du dir dachtest, okay, ich weiß nicht, wie es weitergehen soll, oder wo du dir dachtest, Wahnsinn, jetzt habe ich hier mal irgendeine Tür geöffnet, kurz reingelugt und gesehen, wie schmutzig hier eigentlich alles ist. Gab es sowas mal? Du hast immer Momente, die verschieden sind. Du hast einen sportlichen Moment, der dich
sehr emotional mitnehmen. Das war, wo ich die Night of Champions gewonnen habe. Das war die Meisterschaft in New York. Das ist so die drittgrößte Meisterschaft im Bodybuilding. Da habe ich gewinnen dürfen. Es gab natürlich auch Momente, wo du niedergeschlagen bist, wo du mit Erwartungen rein bist, weil du dein ganzes Herzblut investiert hast in die Vorbereitung und halt auch emotional dich voll darauf fokussiert hast und dann deine Erwartungen halt enttäuscht waren, weil du nicht performt hast an dem Tag oder krank geworden bist 2 Tage vorher und du hinterfragst dann manchmal, was läuft hier falsch? Du hast ja eine unmenschliche Zeit, Profisport ist ja auch Zeit, ja, und jeder Tag oder dieses Jahr zählt, weil es A, wirtschaftlich, aber auch B, das ist nur eine gewisse Performance, die du abrufen kannst, und wenn diese Zeit immer weniger wird, dann kriegst du dann schon so ein bisschen Panik und denkst, okay, wie viele gute Jahre hast du denn? Und wenn du dann nicht so ablieferst, wie du das selber vorstellst, dann bist du von dir selbst enttäuscht. Dann hinterfragst du dich, ist das alles das noch wert, was du hier machst, oder? Und das sind Momente, wo dir wehtun, wenn du an dem zweifelst, was du eigentlich liebst. Ich habe das ja geliebt, den Sport. Ne? Ja. Aber klar hast du Momente, wo du denkst, jetzt nicht dreckig, aber ist es das alles noch wert? Ne? Wo siehst du so die größten Probleme in auch so gerade im deutschen Bereich, in der Fitnessszene? Im Fitness? Ja, es wird heute halt zu viel Unfug erzählt. Ne? Das ist... Aber auch jeder will sich ja irgendwo in den Licht stellen, ja. Jeder, der 3 Wochen trainiert, meint, er wäre jetzt ein neuer Coach, ne. Und muss Dinge erzählen, wo er den Fitnessmarkt revolutioniert, wo ich immer denke, ja, gut, dürft ihr alles erzählen, aber das ist ja auch kein Plan, wie es besser oder schneller geht, ne. Wie die Jungs da, Team Gabel und so weiter, die haben ja einen guten Job gemacht auf ihre Art. Ich fand es toll. Natürlich provozierend auf eine Seite für die Bodybuilder, aber uns haben sie wieder mal die Augen geöffnet, weil wir sind so ein Stück weit vom Radar verschwunden, weil wir uns nur noch um unseren Sport gekümmert haben und die Leute eigentlich verloren haben, die Fans, ja, die Fanbase. Und ich habe mir das jetzt nur auf die Agenda geschrieben, ich war einer der Ersten, der so gesagt hat, okay, dann lasst uns doch wieder zurück, lasst uns aufwachen. Bin auch so ein bisschen gegen diese YouTuber geschossen, was in der Bodybuilding-Welt natürlich erstmal für Aufruf gesorgt hat, aber dann halt auch wieder die Gegenbewegung kam, ne? Deswegen ist halt vielleicht so ein Tim Gabel oder ein Karl S. oder wie die alle heißen, gar nicht mehr da heute. Ja. Weil wir so zurückgekommen sind, ne? Die Jungs, die es eigentlich bewiesen haben auf Wettkämpfen und die sich so den Ruhm erarbeitet haben für viele Jahrzehnte, die sind jetzt wieder da. Die machen auch YouTube, die machen Social Media. Mittlerweile hat jeder seinen Kanal, ja. Folgt Markus Rühl auf Instagram, über jeden, auf YouTube. Ja. Also ich muss aber zu Tim Gabel sagen, der hat eine ganz neue Wendung jetzt genommen. Der macht selber auch so einen Podcast. So der macht das gut. Top. Und der hat aber vor allem im Hintergrund eine Firma, die, glaube ich, an Gesundheitsanalysen bastelt. Ja. Also er hat dieses Wissen, was er sich jetzt über die Jahre angeeignet hat, das finde ich jetzt eine richtig coole Wandlung, weil er, glaube ich, für sich so auch entschieden hat, dieser Pumpersport, das ist es nicht, hat dann selber auch, glaube ich, Rücken bekommen und dann kümmert er sich jetzt darum, also die analysieren jetzt, wie du, glaube ich, dann den Schmerz genau findest und dann gesund wirst. Ich erkläre das, glaube ich, gerade sehr schlecht, aber ich weiß, wo du hin willst. Er hat so eine, so aus dieser Nische irgendwie nochmal was ganz Neues herausgenommen. Die Jungs werden auch älter. Die entwickeln sich auch weiter, geistig, psychisch, von der Geschäftsidee, von den Interessen. Das wird ist ja eine Weiterentwicklung im Sport durch das Alter. Und vielleicht hat er jetzt auch den Weg gefunden für sich. Und das ist doch super. Jeder von uns hat ja einen Plan B irgendwo. Wo will er denn hin? Was ist dein Plan B? Ja, mein Plan B war die Firma, was mir teilweise viel Kraft gibt, aber auch natürlich auch die Angst, was die Politik aus dieser Idee macht. Mhm. Manchmal kannst du Dinge ja nicht mehr selber lenken, weil es andere für dich übernehmen. Ja? Wer hätte vor einem Jahr gesagt, dass wir so eine Inflationsrate bekommen? Hätte doch keiner darüber nachgedacht. Und wenn ich das jetzt überlege, was in einem Jahr passiert ist, über was unterhalten wir uns vielleicht in einem Jahr? Oder 2, weißt du, inwieweit willst du deine Geschicke noch leiten, wenn du gerade mehr am Steuer sitzt? Ne? Das ist das, was mir Angst macht. Ich bin überzeugt von meiner Idee, aber wie weit darf ich das Lenkrad noch in der Hand halten? Na ja, klar, wenn das Protein plötzlich so teuer ist, dann muss... Sehe es immer als allgemeines Spiel, ne? Wo jeder von uns mit im Boot sitzt, was Geld, Inflation, Nahrung. Ich finde das echt ein Riesenthema momentan. Weil die Leute, die sozial vielleicht nicht so stark gestellt sind, die haben echt zu knabbern eben. Und wie sollen wir eigentlich die Verantwortung dafür übernehmen, dann zu sagen, wie du so gesagt hast, eigentlich kriege ich das gar nicht so mit. Aber wie ist der Plan B? Weißt du, wir reden immer von Sexismus oder so Dingen, aber wir haben ja auch eine Verantwortung für Menschen, denen es nicht so gut geht. Finde ich jetzt. Ach, auf jeden Fall. Wie wollen wir denen gerecht werden?
Damit dieser Neid in unserem Land nicht, das, was hier eben extrem entsteht, weil diese Spalte zwischen Arm und Reiche immer mehr wird. Die wird immer größer. Das dürfen wir nicht zulassen. Ich finde, Deutschland war immer ein Land, wo der Mittelstand ganz stark war. Aber da kamen jetzt auch neue Analysen raus, dass der sich halt jetzt aktuell auflöst, dass dieses Gefälle halt immer. Das finde ich schade. Größer. Und du hast selber gesagt, das ist ein mittelständiges Unternehmen, was du so führst. Ja, eben. Das war halt früher, war das normal und auch Deutschland so das Ziel. Hat immer auf den Mittelstand gehofft oder gebaut. Und der verschwindet. Auf was bauen wir denn jetzt? Weißt du, die ganz oberen Firmen, die machen ihr schönes Ding im Ausland. Ja, die gehen ja irgendwann weg. Der Mittelstand hat hier die Steuern bezahlt, hat hier sein Anwesen, hat die deutschen Leute in Lot und Brot gestellt. Was ist denn jetzt? Ja, man sieht das auch die Zuschauer, wenn ihr auf eure PayPal-Rechnung mal guckt, wohin ihr eure ganzen Abos da, die werden ja alle irgendwie so eingezogen, zumindest ist bei mir. Und das Geld geht immer irgendwie nach Irland. Guck mal, Sportwetten. Ja, gut, kenne ich mich jetzt nicht so aus, aber guck mal, Sportwetten. Ne? Geht auch alles ins Ausland. Ja, klar, da ist keiner in Deutschland, wo nach Hannover, Frankfurt oder Köln. Ja. Die gehen alle nach Malta, keine Ahnung, wo die hingehen. Und dadurch mal echt schwer mit, ne? Online-Casinos etc. Was würdest du denn deinem jüngeren Ich raten? Gibt es irgendwas, wo du sagst, so dem jungen Markus mit 19, der dann doch Fitness macht? Ja, auch mit dem Scheiß würde ich sagen. Ich rate jedem, mach den Sport, der dir Freude macht. Das ist A und das O. Du kannst keinen Sport, meine Tochter sucht jetzt auch, die hat jetzt angefangen mit Ballett, die sucht ja. Ja? Ich sage immer, Schatz, wenn du das machen willst, mach. Die spielt aber auch gerne mit mir Fußball. Ich sage, okay, dann vielleicht gucken wir mal, hast du Bock auf Fußball? Aber die muss nicht Fitness machen. Ach, um Gottes Willen. Okay. Die soll das machen, was ihr Freude macht. Was ihr Spaß macht. Ich habe auf Instagram meine Zuschauer gefragt, was habt ihr für Fragen an Markus? Und da kam auch auf, wird seine Tochter die nächste Fitness-Lady? Nein, um Gottes Willen. Die sollen, wenn es ihr Freude macht, soll sie es machen. Ich bin gern derjenige, der da mental unterstützt. Aber ich würde auch natürlich versuchen, Entscheidungen zu revidieren und zu diskutieren, wo sie vielleicht für sich trifft. Mhm. Aus einer Sichtweise, dass ich schon alles durchlebt habe. Jetzt will ich nicht sagen, dass mein Leben in irgendeiner Form schlecht war. Aber du willst ja dein Kind vor allem Schlechten bewahren, was zwar nicht möglich ist im Leben. Du versuchst ja einfach der Erziehungsberechtigt zu sein, der sagt, okay, ich versuche mein Kind in eine Richtung zu erziehen, bis sie irgendwann alt genug ist, Selbstentscheidung zu treffen. Und bis dahin versuche ich sie schon so ein bisschen zu lenken, aber nie zu entscheiden. Darf mein Kind allein. Das ist ganz wichtig. Außer wenn es um Süßigkeiten geht. Ne? Da gibt es gern mal das Eis oder gern mal das, weil ein Kind ist halt maßlos, das kennt ja keine Grenze. Wie ist es, wenn sie den ersten Jungen nach Hause bringt? Boah, der hat's schwer, ne? Also ich sag das ganz frei raus. Ich weiß nicht, die allermeisten Jungs da draußen haben mit Sicherheit auch schon mal diesen ersten Schwiegervater-Moment hinter sich, dass sie zur ersten Freundin oder zur zweiten Freundin dann mal mit nach Hause gegangen sind. Wenn du die Tür aufmachst, kennst du es ja aus den Filmen, ne? Bei El Bundy, kennst du den noch? Nee, kenn ich nicht. El Bundy, schrecklich schnelle Familie. Ich hab hier... Da gibt's eine Szene, wo die Tochter einen Freund mit heimbringt, ne? Der sagt dann so, hier, guck mal, das ist die Tür, ne? Dann hat er im Kopf, geht die Tür rein, tritt mit dem Arsch, schmeißt ihn raus. Ich hab Bad Boys zum Beispiel, Augen. Mit der Knarre, ne? So, richtig. Here you motherfucker, ne? Ja, das, genau. Weiß, ob er es sagen darf, aber ich fand die Szene sau cool, ne? Ja, und da, wenn du die Tür aufmachst, Markus, ne? Ja. Ganz üble Nummer. Ich fand das gut, weil ich sagte, was, und du Motherfucker bist 60, siehst aus wie 40. Ja. Ich bin kaputt gelacht. Das sind so Szenen, na klar, du, so wird's nicht. Ich werd gar nicht, was willst du denn machen? Was willst du denn machen? Die bringt ihren Freund heim, ich versuche mit ihm zu reden, ich versuche ein lieber Mensch zu sein und hoffe, dass sie weise genug ist zu treffen, eine Entscheidung, die sie nicht bereut irgendwann. Ich glaube nämlich, wenn du als Papa und ne, mit deiner Frau an deiner Seite, wenn ihr vorher einen guten Job macht, na klar, dann sucht sie sich auch einen guten Menschen aus. Verbieten kannst Seite. Du eh nichts. Das eh nicht. Also, und Fehler müssen gerade auf dem Gebiet auch gemacht werden. Natürlich. Ist du, die wird Reihenfälle erleben, wie wir alle. Wie wir alle. Ich habe auch Frauen gehabt, wo ich einen Scheiß aus der sparen können. Ja? Oder die mich als Freund, was auch immer. Wie lief das denn? Also da muss ich dich mal kurz noch zu fragen. Ich weiß nicht, wie sehr du darüber erzählen magst, aber wenn du immer auf diesem Anspannungslevel warst, du hast dein ganzes Leben dem Sport gewidmet und sahst halt auch aus, das ist jetzt nicht natürlich. Also es ist schon absolut Wahnsinn, wie breit du warst. Die letzten Jahre war schon brutal. Ja. Und da würde es mich interessieren, wie Frauen darauf abgefahren? Nein. Oder? War das das ist immer das, was ich meine. Wenn du diesen Sport leistungsmäßig, und das sind wir wieder beim Thema, ist es ganz klar zu differenzieren zwischen Leistungsprofi-Bodybuilding und Breitensport.
Ich glaube, wenn man das mental anerkennt, dann erkennt man auch das Thema Doping mit ganz anderen Augen an. Ich würde einem Breitensportler niemals, ich würde ihm auf die Backe hauen, sagen, mach das. Niemals. Genauso ist es mit Frauen. Die meisten trainieren doch, warum? Weil sie sich dadurch selbstbewusster fühlen, weil sie denken, sie kommen besser bei der Frauenwelt an. Jetzt mal ohne Scheiß, wenn ich mit 140 oder 50 Kilo Off-Season-Gewicht, also im Aufbau, ins Schwimmbad bin, da haben die meisten Leute fast gekotzt. Ja. Hast du ja auch gesehen, so. Es gibt ein ganz lustiges Video, wo die eine dann so, ne? Okay. Ja, wo ich denke, boah, deswegen mache ich es nicht. Mhm. Ich mache es nicht, um irgendjemand zu gefallen. Ich mache es, weil es ein Leistungssport ist. Das ist doch kein Schönheitsideal. Deswegen war es mir auch vollkommen egal, wie die Frauen reagieren. Das ist mir wurscht. Okay, das heißt, das war für dich als nur ein Sport. Das ist das ein Formel-1-Wagen, den ich mit mir schleppe halt. Ja? Und der auch nicht schön sein muss, der total unnütz ist. Ein Formel-1-Wagen fährst auf der Rennstrecke und stellst ihn hin, danach ist er kaputt. Ja, der passt nicht in den Alltag. Du kannst nichts mitmachen. In den Stadtalltag. Ich denke mir manchmal auch so, du kannst ja auch, du bist beweglicher auch. Ach, Katastrophe. So Rückenkratzen und so. Nee, kannst vergessen. Socken anziehen, wie ein Idiot. Das ganze Zeug ist total unnütz. Mhm. Das hat einen rein faktischen Grund für diesen Sport. Aber trotzdem warst du ja bekannt, berühmt, was auch immer. Wie lief dein Frauenleben, Liebesleben so in der Zeit mal, vor der Familie? Ja, das war mir relativ. Ich habe eine Ex-Frau gehabt, die Simone. Ja, die ist bekannt, jedem, der sich so ein bisschen mit mir beschäftigt. Die arbeitet heute in meiner Firma, ist meine engste Vertraute in der Firma und leitet auch das ganze Ding in meinem Interesse, in meiner Abwesenheit oder generell. Simone ist ein ganz wichtiger Mensch nach wie vor für mich und die hat mich über 10 Jahre Bodybuilding begleitet. Ja? Und für mich war das immer wichtig zu verstehen, dass ein Mensch immer für mich da ist und spannend ist. Also ich habe ein sehr, sehr gutes Verhältnis mit ihr und auch meine Frau jetzt kommt gut mit ihr aus. Wie hast du das geschafft? Weil ich denke immer, wenn ich von einer gebrochenen Ehe höre, denke ich immer an Krieg, an Gerichtsverhandlungen und sowas. Wie habt ihr das geschafft, dass ihr immer noch so zusammen seid? Ich verstehe nie, wenn man sich liebt und man geht fair, das ist natürlich viel Arbeit. Ja? Also es ist nicht so, dass man jetzt sagt, ach Schatz, ich trenne mich von dir und jetzt sind wir beste Freunde. Das ist ja Bullshit. Das geht ja gar nicht. Das braucht ja viel Zeit. Bei uns hat es, glaube ich, 2 Jahre gebraucht, bis wir uns wieder annähern konnten, emotional, was wir überhaupt zugelassen haben, wieder auf einer anderen Ebene miteinander umzugehen. Ja? Ich glaube, das braucht viel Zeit, auch eine gewisse Intelligenz, aber auch immer noch eine Verbundenheit. Und ich glaube, viele Paare, die sich trennen, die haben das nie gehabt, diese Verbundenheit. Die haben zwar irgendwo eine Liebe verspürt, aber mir kann doch nicht ein Mensch, den ich mal geliebt habe, auf einmal hassen. Also ich konnte das nie. Aber ja, wenn es jetzt um Fremdgehen geht, würdest du dann nicht auch sagen? So, ja, aber trotzdem ist der Mensch ja noch da. Ja. Was anderes ist, wenn der Mensch sich komplett verändert. Das heißt, ich habe einen Mensch gehabt und auf einmal ist er gar nicht mehr da. Der hat sich optisch verändert, der hat sich mental verändert, der hat sich von seiner Akustik verändert. Dann ist der Mensch auf einmal nicht mehr da. Aber das war bei uns nie der Fall. Also ich bin genauso Simone heute wie sie zu mir, wie wir damals als Ehepaar waren. Auf allerhöchstem Niveau, aber auf freundschaftlicher Basis. Auf freundschaftlicher Basis. Absolut. Ja. Und alles andere kommt da gar nicht mehr rein. Ja. Weißt du? Deswegen ist auch nie ein Grund zur Eifersucht gewesen, weder von Simone, dem neuen Mann, noch von meiner Frau. Weil immer klar war, wir sind echt super Kumpels. Aber wir waren ja zusammen. Das denke ich jetzt mit meinen 25 Jahren, was soll ich hier für Weisheiten erzählen? Ja. Ich war noch nie verheiratet, aber ich denke mir, wenn du mit jemandem so viele Jahre so eng zusammen warst und auch so vertraut warst, dann muss ja irgendwas auch so stimmig gewesen sein. Eben. Und ich finde es sehr schade, wenn wenn das dann halt auf der Basis nicht mehr funktioniert, das passiert. Also man kann, dass die Liebe irgendwie mal ausgeht oder so, das kann passieren, aber diese menschliche Verbundenheit, dass wenn die dann dass du dir gar nicht mehr was erzählen kannst oder so, das finde ich sehr schade. Ich frage mich, wie das geht. Also ich habe zu allen meinen Partnerinnen immer eigentlich ein faires Verhältnis gehabt danach. Der eine oder andere war natürlich verletzt. Aber je älter du wirst, du hast natürlich eine ganz andere emotionale Bindung zu dem Menschen. Wenn ich jetzt dich in 25 Jahren sehe, du hast vielleicht eine bescheidene Beziehung, was ich dir nie wünsche, oder eine Ehe. Und der Mensch war dir echt nah, dann willst du den nicht mehr missen aus deinem Leben. Der ist sehr wichtig für dich. Ja. Für dein ganzes Leben wichtig.
Und ich bin froh, dass wir das geschafft haben, diesen Spagat, dass wir weiterhin diesen engen Kontakt haben auf allerhöchstem Niveau. Und wir haben auch eine große Wertschätzung für den anderen Menschen da. Und wenn es dem schlecht geht, dann sind wir auch für den anderen da. Trotzdem liebe ich meine Frau. Vielleicht braucht das auch ein bisschen Alter, um das klar zu verstehen. Weißt du, meine jetzige Frau, die Alicia, die hat lang gebraucht, das zuzulassen. Mhm. Ne? Dass das eine emotionale Bindung ist, die, wo sie nie Angst haben muss, dass da irgendwas passiert. Also das braucht Zeit, das braucht Vertrautheit. Das kann man schwer verstehen. Ich habe nie jemand gesehen, der mir so eng war, emotional, wie Simone. Trotzdem liebe ich meine Frau über alles und mein Kind. Ich würde alles für die machen. Ja. Aber das ist eine sehr starke emotionale Bindung. Und es ist immer so, weißt du, wenn Simone hustet, habe ich Schnupfen. Ne? Das ist so eine Verbundenheit. Und das ist schwer zu erklären. Das haben viele gesagt, ja, wie kann das funktionieren? Sag ich, es funktioniert. Aber ich arbeite auch schwer dran. Das glaube ich erstens. Ich glaube, das so offen zu kommunizieren, ist auch der einzige Weg, wie das funktionieren kann. Ja, viele versuchen das dann irgendwie hinter. Ach, das ist doch Bullshit. Das kannst du ja machen. Ja, das ist ja betrügen. Richtig. Das ist ja schon wieder eine emotionale Betrogenheit, wenn ich was heimlich vor meinem Partner mache. Ja. Das finde ich, es geht gar nicht. Ja. Also dann muss ich sagen, guck mal, Schatz, so ist das Ding, kommst du damit klar oder nicht? Und so habe ich das auch gemacht. Ich bin immer zu meiner Frau gesagt, so Simone ist nach wie vor da, die wird in meiner Firma arbeiten. Klar war das schwer für die zu verstehen, aber heute kommen die super mit klar. Und ich bin da super happy drüber, dass das alles so funktioniert. Weil das ist sehr, sehr wichtig für mich, auch als Mensch, also für mich als Mensch. Also großes Lob an alle Beteiligten, weil ich weiß, dass es nicht selbstverständlich ist. In den meisten Fällen funktioniert es halt irgendwie nicht, weil es die eine oder andere Person dann einfach nicht funktioniert. Aber dass ihr das so gepackt habt, finde ich großartig. Ich muss gerade noch eine Frage stellen, wie das mit der Lebenserwartung aussieht. Mhm. Weil bei meiner Behinderung weiß ich jetzt nicht genau, wie das aussieht. Die ist super selten und diese Krankheit. Ist es nur die Beine betroffen? Das geht bis auf den Kopf, durch den gesamten Körper. Das ist eine Knochenkrankheit, wo die Knochen einfach schwächer sind. So Osteoporose heißt es. Das haben eigentlich so Omas und deshalb hatte ich ganz viele Knochenbrüche, also mehrere Dutzend. Und meine Lebenserwartung ist, denke ich jetzt mal, nicht bei 120 Jahren. So, aber willst du das? Nee, wäre nicht mein Ziel. Aber so, wenn du wie ich so über die Jugendzeit einfach viele Medikamente abbekommst, dann musst du auch viel dafür tun, einfach ein gesundes, langes Leben zu haben. Und du hast jetzt halt bewusst dir viel in den Körper reingeholt. Gibt's da Einschätzungen? Ich mag das jetzt nochmal revidieren. Also nicht das, aber viel ist immer die Relativität. Was ist viel? Ja? Ich weiß jetzt zum Beispiel von verschiedenen Ärzten, mit denen ich gesprochen habe, dass diese Dopingsubstanz, die viele genommen haben, aus meiner Ära relativ easy waren. Mhm. Im Vergleich zu dem, was heute gemacht wird. Ich meine aber nicht nur die Doping-Substanz. Ich meine auch, dass du mit einem, also du belastest deinen gesamten Körper natürlich mit dem dauerhaften Gewicht. Absolut. Absolut. Und du kannst nur eins machen als Leistungssportler oder generell als Mensch, dich oftgehend untersuchen lassen. Was sind die Möglichkeiten zur Kardiologie, zum Physiotherapeut, Blut abnehmen? Das machen wir alles. Ja? Weil wir sind ja darauf getrimmt, von Jugend an auf den Körper aufzupassen. Und das, was wir gemacht haben, ist weit weg von gesund. Das lassen wir mal dahingestellt sein. Also ich finde, Leistungssport als gesund zu deklarieren, ist eine Farce. Leistungssport ist nicht gesund. Ich weiß halt, dass viele auch irgendwie früh versterben. Viele auch aus deiner Ära und du scheinst jetzt so, wie du hier sitzt, wenn du nur ein bisschen neurologisch hast, dann scheinst du kerngesund zu sein. Mir geht's auch gut, wenn ich ehrlich bin. Ja, das ist auch geil. Aber ich habe auch viel dafür gearbeitet. Also ich bin immer ein Mensch, ich arbeite immer viel für das, ob es jetzt beruflich ist, ob es, wie ich jetzt gesagt habe, emotional ist, die private Ebene. Ich bin ein Mensch, der nie was fließen lässt. Ich arbeite immer schwer für das, was ich habe. Und ich weiß, dass viele das nicht akzeptieren und sagen, ja, aber und das wieder das Vorteil. Ich war emotional schon 30 Mal tot bei den vielen. Ja? Weil sie so, der Mörder Rühl ist verstorben, er stirbt eh nicht mehr lang, der macht das. Nee, mir geht's auch gut. Und ach, das ist voll die Debatte, dass du... Ja, und ich muss leider viele enttäuschen. Ich werde noch viele Jahre mein Unwesen treiben auf diesem Planeten, außer ich werde jetzt im Auto überfahren oder was. Aber rein das, was ich tun kann prophylaktisch, das läuft gut. Ja. Die Frage ist immer nur, wie alt will man dann, wenn?
wenn du noch das leben kannst, was du dir selber auferlegst. Weißt du, du warst Leistungssportler, du bist gewohnt, Sport zu machen, deinen Körper vor gewisse Grenzen zu stellen und das wird immer weniger. Weißt du, die Welt wird ja kleiner. Ja? Und ich kenne jetzt viele ältere Menschen auch in meiner Nachbarschaft, deren Welt ist wirklich schon ganz klein. Das heißt, die bezieht sich teilweise nur auf die vier Wände. Und selbst in den vier Wänden wird die Welt immer enger, weil sie das Fernsehen nicht mehr so wahrnehmen, weil das Interesse schwindet. Wie alt will man denn wann? Ist Zahl das, was man erreichen will? Oder will man die Qualität des Lebens haben? Ich finde lieber 70 werden und ein erfülltes Leben wie 100 und die letzten 30 Jahre mehr oder weniger so dahin vegetieren. Frag mal einen älteren Mensch, wie alt er werden will, wenn die Welt so klein geworden ist. Und ich finde, das ist ein Thema, was man allgemein gar nicht diskutieren kann, weil das muss jeder für sich entscheiden. Wie alt will ich werden? Solange ich gesund bin, will ich ganz alt werden. Wenn ich aber jetzt körperlich nicht mehr kann, und da spreche ich jetzt rein vom Rollstuhl, sondern psychisch nicht mehr kann, mental nicht mehr kann, dass ich meine Umwelt gar nicht mehr wahrnehme als solches, weiß ich nicht, ob ich dann 100 Jahre alt werden will. Ich glaube, da ist oder die, ich weiß nicht, wie du das siehst. Die Antwort von den allermeisten wird dieselbe sein. Wir wünschen uns ein langes und gesundes Leben. Niemand sagt, ich wünsche mir einfach nur ein langes Leben, sondern ein langes und gesundes Leben. Und mir tut es selber sehr leid. Jetzt gerade in der Corona-Zeit war es ganz übel, wie viele alte Menschen alleine im Altenheim oder auch zu Hause dann gelebt und auch verstorben sind. Wir haben es gerade in Nachbarschaft. Nicht verstorben, aber alleine. Weil sich die Außenwelt abschottet. Man sagt immer so, man will die Alten beschützen. Aber das ist ja kein Schutz, wenn ich die komplett sozial isoliere. Und das ist bei, egal jetzt wer, man, die wird es nicht schauen, ist schon ein älteres Baujahr, aber ich fand es sehr, sehr schade. Wenn du dann siehst, dass die Frau am Fenster sitzt und hat gar keinen sozialen Umgang mehr. Weil jeder sie beschützen will. Wo ich denke, wow. Was ist denn das für Schutz? Jetzt kriegt es das Fressen vor die Tür gestellt und hat niemand mehr zu reden. Ich glaube, wir werden in 3, 4, 5 Jahren, wenn wir vielleicht wirklich dieses Thema mit dem Virus immer hinter uns haben, werden wir zurückblicken und die ersten Zahlen vielleicht auch bekommen, wie viele Menschen durch Einsamkeit gestorben sind. Ich habe ein sehr spannendes Interview aus Amerika gesehen, wo jemand, die haben eine Studie gemacht, die einzige Studie, in der es um Glück geht. Diese Studie ist die einzige Studie zu diesem Thema, die älter als 100 Jahre, sie wird jetzt 100 Jahre. Und das sind Weltkriegsveteranen, von da an ging das und die gesamten Generationen danach. Und das Ergebnis war, dass der soziale Kontakt entscheidend dafür war, wie glücklich die Menschen waren und wie gesund sie waren. Das heißt, die Menschen, die isoliert gelebt haben und keine Partnerin hatten, keine Freunde hatten, enge, gute Freunde, sowas braucht der Mensch. Die das nicht hatten, die sind gesundheitlich auch abgefallen und früher gestorben. Die das hatten, haben ihr Leben als glücklich und lang bezeichnet. Man muss es doch alles auf sich mal legen. Will ich denn alleine sein? Ein Tag, eine Woche, okay. Länger, schwierig. Der Mensch ist kein Wesen, was für Alleinsein geboren ist. Und das macht einem doch krank, allein sein. Das kann doch keiner. Ja. Ne? Klar, sage ich mal, ich bin froh, wenn ich mal Ruhe habe. Sollst du meine Frau auch noch gehen? Ja, lass mir jetzt mal die Ruhe, ich will jetzt mal Ruhe haben. Ja, Ruhe mal eine Stunde. Oder zwei. Dann kommst du heim und denkst, meine Frau ist da, mein Kind ist da. Lärm, Terror, Rollschuh fahren, Buff vom Fernseher hinfalle, heule, schreie. Geil. Ist doch geil. Ist doch geil. Manchmal nervt's, aber eigentlich ist ja das, was es lebenswert macht. Was ist denn die Einsamkeit? Und ich finde das echt scheiße. Corona ist schlimm, aber dass Menschen vereinsamen dadurch. Also ich muss ehrlich sagen, ich fand das sehr interessant, also wirklich von zutiefst interessant, mich mal jetzt mit dir zu unterhalten. So, ich hatte dich vorher wirklich, du standst auf so einem Podest, weil alle gesagt haben, du bist der absolute King. Und ich glaube, diesen Ruf hast du dir halt auch in diesen Jahren deiner Karriere hart erkämpft. Aber
auch wie reflektiert du heute darauf zurückblickst und wie kritisch du teilweise halt auch ne, das Ganze beäugst, das finde ich sehr wichtig, weil du könntest auch heute hier sagen, sitzen und sagen, oh, ich habe alles richtig gemacht, ich bin der absolute König und sonst was. Ja, ich glaube, wenig Deutsche haben es so weit hoch geschafft in diesem Sport und dass du trotzdem jetzt Ratschläge rausgibst und die Menschen auch an ihre Gesundheit zu denken appellierst, das finde ich sehr großartig. Und jeder, der bei mir schon mal war zum Coaching oder kommen wird, ich glaube, die Leute denken oft oder sind überrascht, was sie von mir zu hören bekommen. Nochmals, ich bin ein Mensch, der gerne Schubladen bedient. Ich habe es leid, oft Dinge oder Menschen von Gegenteil zu überzeugen, dass sie gar nicht wollen. Ne? Ich habe ja auch Kundenbeschwerden, wenn einer schon reinkommt und sagt, das Eiweiß ist scheiße. Den kann ich ja nicht vom Gegenteil überzeugen. Da kann ich argumentieren und 10 E-Mails investieren und meine ganze Philosophie, ich werde den Menschen nicht überzeugen. Du kannst manche Menschen nicht auf deine Seite ziehen und vergiss es. Und genauso ist es eine Schublade, immer wieder aufzumachen und versuchen, den Leuten zu erklären, du, da sind keine Unterhosen drin, da sind Socken. Und man, wie schön die sind und wie toll. Du kannst es nicht schaffen und deswegen gebe ich mir auch nicht mehr Mühe. Leute, die interessiert sind, wie du jetzt hinterfragen oder die Leute, wenn sie sich gerne die Zeit nehmen, um das anzuschauen. Vielleicht denkt der eine andere anders, nicht über mich, sondern über den Sport, dass ein Bodybuilder vielleicht auch nicht so blöd ist, vieles mit anderen auch kritischen Augen sieht. Nicht nur sagt, hier Stoffrinnen und gib ihm, das ist doch dumm. Ein Bodybuilder muss immer reflektiert sein und Dinge kritisch hintersehen. Ich sehe das Thema Doping doch saukritisch. Ja, natürlich. Aber wo ist der Plan B, wenn jemand an die Spitze der Welt will? Wenn er das genetische Potenzial hat, einer von Millionen zu sein, der es dahin schaffen darf, ist das verwerflich. Und ich bitte immer wieder, jeder, der den Mensch verurteilt, der soll sich selber hinterfragen. Wenn er die Chance hätte, wenn er diese Chance hätte, nicht im Bodybuilding, sondern im Fußball oder sonst irgendwo, würde er es greifen oder nicht? Ich glaube, viele würden ja sagen. Ihr merkt, wir haben verdammt viele Themen und ich lerne Markus gerade so richtig kennen, aber vielleicht verfolgt ihr ihn schon seit Jahren und denkt euch schon immer, der muss unbedingt mal was dazu sagen. Da hat er einfach nicht irgendwie die richtige Antwort gegeben, da gab es mal einen Skandal und er hat nicht dazu gesagt oder weiß ich nicht, das würde mich einfach privat mal interessieren, was der junge Mann dazu denkt. Ich werde ihn darauf festnageln, dass wir uns nochmal treffen und dann werde ich eure Fragen stellen. Also schreibt die unten in die Kommentare, ich bin sehr gespannt. Markus. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Eine Ehre. Vielen Freunde, Dank. Schaut sehr gerne natürlich bei Markus Rühl auf seinen Kanälen vorbei. Ja. Und wir dürfen uns zur Verabschiedung, weiß nicht, dürfen wir nochmal winken oder so. Macht's gut. Ciao, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Großartig. Ja. War wirklich sehr, sehr cool. Danke schön. Ein, zweimal habe ich so ein bisschen Gänsehaut bekommen. Ja, doch, war schön. Dann habe ich alles richtig gemacht. Ach, jetzt muss mein Knie mal stehen. Dein Knie muss stehen? Oh, hau ab. Das ist so eins der Auers, ne?